So, hallo und herzlich willkommen am Schreibtisch. Wir gucken uns mal dieses kleine Erklärfilmchen hier, das ist natürlich lächerlich kurz, zur Bundeswaldinventur an, weil scheinbar hat man irgendwie den offiziellen YouTube-Videos-Erstellern der Bundeswaldinventur beziehungsweise dem Landwirtschaftsministerium, auf dessen Mist das hier wahrscheinlich, also Mist, das Landwirtschaftsministerium ist das Ministerium, das mit Abstand am meisten mit Mist zu tun hat. Rein von Berufswegen sozusagen. Ja, wie auch immer, jedenfalls, also Bauer, Mist, Gabel, Mist und so. Ich muss Witze erklären heutzutage, glaube ich. Ja, in jedem Fall ist das hier die Bundeswaldinventur. So, und die Bundeswaldinventur, was die genau tut, das erfahren wir in diesem kleinen Infofilm und ich versuche den so wenig wie möglich zu unterbrechen, bevor ich jetzt versuche, hier umfassend zu erklären, was die Bundeswaldinventur tut. Wenn es diesen Infofilm schon gibt, dann schauen wir uns doch den doch einfach mal an und ich glaube, der wird auch nicht dann weggestrikt wegen Urheberrechtsverletzungen und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, soweit ich das verstehe, ist das mehr oder weniger öffentliches Pressematerial und ich hoffe mal, wie gesagt, da pingelt mir keiner ins Bein. So. Ja. Ja. Definitiv. Oh, ein Luchs. Ja, bitte. Und ja, wir müssen ihn bewirtschaften. Das wird nicht anders funktionieren. Unsere Wälder sind schon zu sehr ein künstliches Ökosystem, als dass man jetzt da einfach gar nichts mehr machen könnte, beziehungsweise man könnte schon, dann würde uns aber der Rohstoff Holz vollständig fehlen. Und dann gibt es zwei Optionen. Entweder wir nehmen andere Rohstoffe, die noch schlechter sind, oder wir importieren Holz vollständig nur noch aus dem Ausland. Das heißt, wir würden einfach unsere Verantwortung für einen vernünftigen Umgang mit der Natur komplett anderen aufdrücken, sozusagen. Während wir Übernutzung betreiben, unsere eigene Natur aber stehen lassen und nur die von anderen Leuten sozusagen ausbeuten, weil wir gutes Geld zahlen, was wir im Übrigen so jetzt momentan auch gerade gar nicht unbedingt haben. So reich ist Deutschland jetzt auch wieder nicht. Ja, das wäre so die einzige Möglichkeit, wie man jetzt sagen könnte, den deutschen Wald so gar nicht zu bewirtschaften, weil wir einfach technologisch noch nicht so weit sind, dass wir vollständig auf Holz verzichten können. Meines Wissens fordert das auch quasi niemand. Ein paar Leute hätten das gerne in einer perfekten Welt. Dem würde ich mich auch anschließen, dass das in einer perfekten Welt schön wäre. Da wir die nicht haben, ist jeder, der wirklich extrem fordert, dass wir überhaupt keine Forstwirtschaft mehr betreiben dürfen, meiner Meinung nach einfach naiv, schlicht und ergreifend. Das ist also so nicht drin. Wir müssen ihn bewirtschaften. Wie sehr und in welcher Art und Weise, das ist eben die zentrale Streitfrage. Aber gut. Machen wir hier weiter. Achso, ja, Informationen zu ca. 150 Merkmalen per Stichprobe. Aber das kommt jetzt auch gleich nochmal. Da 80.000 Stichprobenpunkte über Deutschland verteilt, 100 Inventurtrupps, das ist also ein gigantischer Aufwand. Das ist wahrscheinlich die größte periodisch durchgeführte forstwissenschaftliche Untersuchung, die überhaupt irgendwer macht. Also auch international muss man lange suchen nach einem Land, das so viel Geld und Aufwand betreibt, um im Verhältnis zur Größe des Landes mindestens mal das, so detaillierte Daten zum jeweiligen Wald zu erheben. Ich möchte behaupten, wenn mir nicht jemand eine gute Quelle für irgendwas anderes darlegen kann, da sind wir wahrscheinlich Weltmeister drin. Ja, wir sind ja auch ein Volk, das durchaus traditionell schon immer sehr verbunden mit dem Wald war. Das darf man uns Deutschen sicherlich unterstellen. Und ja, daher
finde ich das schlicht und ergreifend angemessen. Und selbstverständlich, da das ja auch unter anderem hier mein Metier ist, freue ich mich immer sehr, wenn die neue Bundeswaldinventur da ist. Es gibt also ein Raster, das über die Bundesrepublik gelegt wird. In diesem Raster, das ist unterschiedlich fein, je nachdem, welches Bundesland wir uns angucken, je nachdem, wie sehr sie sich das wie sehr da Verdichtungen notwendig sind oder Verdichtungen eben nicht notwendig sind. Das ist aber sehr detailliert in anderen Stellen dann noch zu klären, wie das genau mit den einzelnen Punkten abläuft. Aber 80.000 Stichprobenpunkte über Gesamtdeutschland verteilt. Deutschland ist, naja, je nachdem, mit was man es vergleicht, gar nicht mal so klein oder eben doch sehr klein. Jedenfalls sind 80.000 Stichprobenpunkte über Gesamtdeutschland zur Ermittlung des Wahlzustandes durchaus eine gute Grundlage. Es wäre völlig unmöglich, den kompletten Wald anzugucken. Das kann also nur in einer Stichprobe erfolgen. Eine Stichprobe hat naturgemäß immer einen gewissen Fehler. Das heißt, die Daten, die da ermittelt sind, sind nicht unbedingt zwingend immer hundertprozentig korrekt. Aber das Schöne ist jetzt, das ist ja nicht die erste Bundeswaldinventur, sondern die vierte. Und da die immer nach demselben Prinzip durchgeführt werden und mit derselben Methode die ganzen Daten gesammelt werden, haben wir die Entwicklung von einem Jahr aufs andere und können dann darauf basierend eben sehr, sehr schön ablesen, wie sich die einzelnen Daten verändert haben. Und das ist der wesentliche Erkenntnisgewinn. Ja? Und wenn man nämlich immer auf die gleiche Art und Weise die Daten erhebt, dann ist der Fehler, der dabei gemacht wird, im besten Fall immer ungefähr derselbe und der rechnet sich damit quasi automatisch wieder raus über die Jahre. Und wenn wir immer nur von den gleichen falschen Daten ausgehen, sozusagen, beziehungsweise den gleich falschen Daten, dann spielt der Fehler fast schon keine Rolle mehr, wenn man daraus seine Schlussfolgerungen zieht. In der idealen Welt, die wir so natürlich nicht haben. Andererseits, keine wissenschaftliche Arbeit ist vollkommen frei von statistischen oder fast keine von statistischen Besonderheiten, die da halt eben zu einem gewissen Fehler in der Sicherheit der Daten führen. Das geht einfach nicht anders, wenn man es mit großen Datenmengen zu tun hat, ist da immer so ein gewisser Fehler drin. Es sei denn, man möchte wirklich nur für einen einzigen Hektar ermitteln, wie viel Holz da rumsteht. Das kann man dann auch genau mit dem Maßband und mit dem Zollstock und mit was auch immer alles exakt ermitteln und mit einem riesen Aufwand exakt bemessen. Und was sagt das dann über die restlichen Hektare von Deutschland aus? Nix. Ja, daher ist so eine Arbeit dann auch relativ für den Eimer, auch wenn man dann mal wüsste, was auf diesem einen Hektar wirklich exakt an Holz rumsteht. Ja, nur hilft einem das halt, wie gesagt, nix. Und wenn man das dann irgendwann nochmal 10 Jahre später nochmal macht, dann weiß man, dass das Holz um so und so viel zugenommen hat. Wenn du jetzt aber diesen einen Hektar stellvertretend für Gesamtdeutschland nehmen möchtest, dann kriegst du da einen gigantischen Fehler, der dazu führt, dass die Werte völlig für den Eimer sind. Die kannst du gleich genauso gut ins Klo schmeißen. Daher 80.000 Stichprobenpunkte, nur Stichprobenpunkte, dafür aber 80.000 und das gibt in der Summe normalerweise Daten, die valide genug sind, dass man damit sehr, sehr gut arbeiten kann, die den Waldzustand, so gut es überhaupt irgendwie möglich ist, den für Gesamtdeutschland anzugeben, sehr gut angeben. Soll heißen, die Bundeswaldinventur war und ist die beste Quelle fürs Wissen, wie es unserem Wald geht, die es gibt und die es jemals gab. Ja? Also auch im Zeitalter von Satelliten haben wir noch nichts Besseres, um diese über 200 Faktoren, die an jedem Stichprobenpunkt ermittelt werden, anders zu ermitteln, als eben die 100 Inventurtrupps durch Deutschland zu schicken, damit sie ihre 80.000 Punkte ablatschen. Also es ist wirklich ein Mammutwerk und hat auch lange gebraucht, bis es jetzt ausgewertet gewesen ist. Deswegen habe ich auch schon sehr gespannt genau auf diese Auswertung gewartet. Und ich freue mich, dass es jetzt soweit ist. Und zu den Ergebnissen kommen wir dann gleich, nachdem wir grob geklärt haben, worum es hier eigentlich überhaupt geht. Ne? Übrigens ist das nur so eine erste Zusammenfassung. Da wird noch viel, viel, viel im Detail nachkommen, auch von mir. Ja. Das ist vielleicht ein kleines bisschen ein unglückliches Beispiel. Das war das Kohlendioxid.
wie viel Prozent der Waldfläche, Landesfläche Deutschlands bewaldet sind. Leider ist allerdings vorgesehen, dafür die juristische Walddefinition zu verwenden. Juristisch kann ein Stück Boden durchaus als Wald zählen, auch wenn da gerade überhaupt kein Wald, der ein bestandenes Innenklima zum Beispiel ausbildet, steht. Daher ist das vielleicht ein bisschen ein unglücklicher Faktor, der hier besprochen wird. Ja, für die juristische Waldfläche, die erfahren wir mit dieser Bundeswaldinventur. Wir müssen allerdings sehr, sehr weit reingucken und detailliert reingucken, wenn wir die tatsächliche Waldfläche von dem Teil Deutschlands, der mit einem Wald, der ein bestandenes Innenklima ausgebildet hat, bestockt ist, wissen wollen. Das können wir aber auch aus der Bundeswaldinventur ermitteln. Dementsprechend erfahren wir auch, genau was hier steht, tatsächlich Prozent der Landesfläche Deutschlands, die bewaldet sind oder zumindest bewaldet gewesen sind zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ja? Es ist im Detail sehr kompliziert und da werden wir aber auch noch, wie gesagt, an zig Stellen entsprechend auch drauf eingehen. Das erfahren wir schon, ja. Wobei man da vielleicht noch sagen müsste, wenn es um den Kohlenstoff geht, was wir aus der Bundeswaldinventur auslesen können, ist der im Holz gespeicherte Kohlenstoff. Was die Bundeswaldinventur als solche nicht unbedingt so sehr erfasst, ist der Kohlenstoffgehalt im Boden. Der ist durchaus auch nochmal wichtig. Je nachdem, in welchem Zustand sich ein Wald befindet, mal mehr, mal weniger. Aber es ist ein netter Näherungswert, den wir hier durch die Bundeswaldinventur auf jeden Fall bekommen. Und auch ein sehr, sehr wichtiger Wert, über den man dieses Jahr auch noch, beziehungsweise dieses Mal, sicherlich sehr viel streiten wird. Bisher war das nämlich immer positiv: der Wald speichert Kohlenstoff, der Wald speichert Kohlenstoff, der Wald speichert Kohlenstoff. Jetzt speichert der Wald keinen Kohlenstoff mehr. Beziehungsweise schon noch, aber nicht mehr zusätzlichen. Und wenn das so weitergeht wie in dieser Periode, die in dieser Bundeswaldinventur abgebildet ist, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen, wie wir den Kohlenstoff aus der Atmosphäre wieder rausbekommen, weil der Wald, wenn er regelmäßig zusammenbricht, durch Dürren, durch Stürme, durch sonst was, eben netto nicht so wirklich viel Kohlenstoff mehr aufnimmt. Im Gegenteil, wenn mehr zusammenbricht als nachwächst, er sogar noch zusätzlichen Kohlenstoff abgeben kann. Das dürfte für die Klimaziele, die sowohl Europa als auch die Bundesrepublik sich auf die Fahnen geschrieben haben, durchaus einen gewissen Dämpfer darstellen. Das ist auch dann für andere Länder wie Frankreich beispielsweise oder theoretisch Polen, Tschechien, also alle Nachbarländer, durchaus auch ein Thema, weil die meines Wissens nicht in diesem Umfang eine Bundeswaldinventur oder wie auch immer man das bei denen da nennen würde, durchführen und unsere Ergebnisse von Mitteleuropa schon so ein bisschen repräsentativ sind. In Frankreich mag es anders aussehen, aber nicht so grundlegend anders. Und gleiches gilt eben auch in anderen Nachbarstaaten. Ja, zumindest die Teile, die noch so ein bisschen nah an Deutschland dran sind, wo eben die geografischen bzw. geomorphologischen oder klimatischen Bedingungen jetzt nicht großartig von unseren abweichen. Hei, hei, hei. Ja, ich fange schon wieder an zu schwafeln, aber darum sind wir ja hier, ne? Ja, ups, das haben wir jetzt wieder verpasst. Also es gibt dann zwischen den Bundeswaldinventuren eben noch die Kohlenstofferhebung in der Mitte des Zeitraums, sprich im konkreten Fall 2027 wäre die fällig. Ja, das ist noch eine schöne Ergänzung, dass man das sich auch nochmal ausgedacht hat, dass man diese Zusatzerhebung noch macht, weil 10 Jahre doch ein ziemlich langer Zeitraum sind. Und bei der Kohlenstofferhebung werden zum Beispiel auch einigermaßen die Kohlenstoffgehalte des Bodens beispielsweise noch mitgeschätzt oder mit ermittelt. Ja, bundeswaldinventur.de. Und da gehen wir jetzt quasi hin, indem wir hier hinklicken und finden der Wald in Deutschland, ausgewählte Ergebnisse der 4. Bundeswaldinventur. So wichtig, das sind die ausgewählten Ergebnisse. Ich erinnere mich noch gut an die 3. Bundeswaldinventur, die ich mit euch besprochen habe. Die war damals schon nicht mehr so wirklich aktuell, darum habe ich mir nicht die Mühe gemacht, sie furchtbar, furchtbar ausführlich zu besprechen. Diesmal ist sie aktuell, deswegen könnte es passieren, dass wir sie furchtbar, furchtbar ausführlich besprechen. Aber
Das ist so gewesen damals, dass die ausgewählten Ergebnisse mitunter gar nicht mal so unpolitisch ausgewählt worden sind. Denn das Dokument, was uns hier vorliegt, ist vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. So, und jetzt gucken wir mal hier spaßeshalber, ob wir da ein Impressum zu finden. Machen wir das so, das geht schneller. Zack. Und diese Herausgeber, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Aber immerhin, Auswertung und Text sind dann wiederum Leute, die nicht unbedingt dem Bundesministerium zuzuordnen sind, sondern die da eigenverantwortlich, hoffe ich zumindest, das reinschreiben durften, was sie für richtig gehalten haben. Trotzdem, so ein kleines bisschen. Eine gewisse politische Richtung kann man so einem Dokument schon als Herausgeber ein bisschen mit auf den Weg geben. Deswegen kann es sein, dass eben die ausgewählten Ergebnisse halt Sachen sind, die Moment, dem da in den Kram passen. Oder halt eben bestimmte Sachen, die ihm vielleicht nicht in den Kram passen, hier so jetzt nicht besonders herausgearbeitet werden. Hier ist also eine gewisse Einflussnahme, also die dürfen natürlich nicht lügen und Quatsch erzählen und falsche Zahlen hier um die Ecke bringen und so weiter, aber so eine kleine Einflussnahme kann da sein. Ich kann auch nicht sagen, ob die da ist, wie viel die da ist. Das werden wir vielleicht später, was heißt vielleicht, das werden wir mit Sicherheit später noch herausfinden, wenn wir die nackten Zahlen der Bundeswaldinventur vorliegen haben, ohne dass da irgendjemand anders als ich dran ruminterpretiert. Das könnten selbstverständlich auch andere Forstwissenschaftler oder sonstige Experten daran heruminterpretieren und zu eigenen Ergebnissen kommen und so weiter und so fort. Aber das sind hier jetzt eben, wie gesagt, ausgewählte Ergebnisse. Darauf möchte ich nur hinaus, ne? Das heißt nicht, wie gesagt, dass das jetzt völlig falsch ist. Und jetzt gehen wir das auch einfach mal so weit durch. Und wenn da jetzt steht, dass zum Beispiel die Vielfalt im Wald, die standörtliche Struktur, die Struktur, der Strukturreichtum so, von Wäldern zu genommen hat, ja, dann stimmt das schon so, wenn sie das da so schreiben. Das ist jetzt nicht so, dass sie das sich aus den Fingern gesogen haben und so weiter, ne? Also vielleicht sind ein Hauch von Beeinflussung ist theoretisch möglich, aber sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wenn doch, dann wie gesagt nur ein kleiner Hauch, ne? Einfach nur, damit ich es gesagt habe. Theoretisch. Nochmal, wir müssen erstmal dann die nackigen Zahlen abwarten. Die sind dann auf jeden Fall unbiased, wie man auf schlau so schön sagt. Also der Wald in Deutschland, ausgewählte Ergebnisse der vierten Bundeswaldinventur. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Gut. Das ist die Waldverteilung in Deutschland. Die juristische Waldfläche ist hier definiert als eine mit Forstpflanzen bestockte Fläche, die im Sinne des Bundeswaldgesetzes zu Wald gehört. Das ist so gesehen erstmal irreführend. Also jeder grüne Punkt hier muss nicht zwingend auch mit richtig schönem, großen, alten Wald bedeckt sein. Kann er aber. Trotzdem ist die juristische Waldfläche dahingehend interessant, dass sie ein Wiederaufforstungsgebot besitzt. Soll also heißen, wenn hier 32% von Deutschland Waldfläche sind, dann bedeutet das, dass auf 32% von Deutschland das Bundeswaldgesetz gilt. Das Neue dann entsprechend auch, wenn das Neue dann mal fertig ist, da soll eins kommen. Ziemlich bald, vermutlich. Und das ist tatsächlich eine leichte Zunahme sogar der juristischen Waldfläche. Ja? Und auf dieser Fläche muss Wald wiederhergestellt werden, wenn er mal verloren gegangen ist. Das heißt, Teile der juristischen Waldfläche, die gerade kein Wald sind, weil sie gerade ein Kahlschlag oder eine Kalamitätsfläche oder ein abgebrannter Fichtenwald oder ein abgebrannter Kiefernwald oder was auch immer darstellen, zählen juristisch trotzdem in diese 32% und müssen damit wieder aufgeforstet werden. Wenn es sich also zum Beispiel um Privatwald handelt, dann hat der Eigentümer des Waldes dafür Sorge zu tragen, dass da bald wieder ein Wald steht, der die Bezeichnung Wald auch im ökologischen Sinne verdient hat, ne? Also das wäre da auf jeden Fall nochmal wesentlich zu anzumerken. Also lasst euch davon nicht zu sehr verwirren. Tatsache ist, dass einen hohen Waldanteil, insbesondere Hessen und Rheinland-Pfalz, prozentual mit jeweils 43% haben. Viel Wald, also im Sinne von tatsächlich viele Hektar Wald, hat insbesondere Bayern, ne, mit insgesamt tatsächlich 2.616
Nee, 2.616.000 Hektar. Baden-Württemberg hat beispielsweise nur knapp halb so viel und das Saarland hat nur 100.000 knapp. Rheinland-Pfalz knapp 900.000, aber ihr könnt es selber lesen. Jedenfalls die prozentualen Angaben sind ganz interessant und dann kommen wir darauf, dass das Bundesland mit am wenigsten Wald Schleswig-Holstein ist. Das ist da durchaus zu erwarten gewesen und da kann man ihnen auch keinen großen Vorwurf draus machen. Und so Stadtstaaten wie Hamburg und Bremen, ja klar, die haben noch weniger, sind ja auch Stadtstaaten. Die kann man jetzt nicht so wirklich da reinrechnen. Berlin ist ein bisschen eine Ausnahme. Berlin hat relativ viel Stadtwald fürs Verhältnis der Stadt. Genau genommen hat Berlin sogar den größten Stadtwald im Verhältnis zur Stadt von ganz Deutschland, weil alles, was vom Bundesland, was jetzt nicht direkt die Stadt ist, ist quasi Wald. Das sorgt für relativ große Anteile. Auf Platz 2 ist dann übrigens Baden-Baden. Also zumindest war das mal so. Das sage ich deswegen, weil das ist gleich da drüben. Und da renne ich gern rum und da sind wir sehr stolz drauf, dass wir da so einen schönen Stadtwald haben. Gut, wie auch immer, ihr seht selber, können wir abkürzen. So, jetzt mindestens das Vorwort ist natürlich immer so ein Stück weit Politik. Ein Politiker wäre schön blöd, wenn er so eine Gelegenheit nicht nutzt, um ein kleines bisschen Politik zu machen. Das ist ja auch sein Job letzten Endes. Also man kann Politikern sicherlich vieles vorwerfen, aber dass sie Politik machen, nicht wirklich. Das wäre kontraproduktiv. Ja. So, erstes Zeug können wir ignorieren, den ersten Absatz. Die BWI zeichnet ein komplexes Bild unserer Wälder und da hat er vollkommen recht. Es ist nämlich ein komplexes Bild. Die BWI ist tatsächlich, Bundeswaldinventur ist tatsächlich wirklich also sehr, sehr, sehr umfassend und man kann da sehr, sehr viel herausinterpretieren. Es werden jetzt auch verschiedene wissenschaftliche Arbeiten folgen, die die Daten der BWI nehmen, noch zusätzliche eigene Daten ermitteln und damit dann irgendwelche interessanten Prognosen, Projektionen und Auswertungen von allem Möglichen machen werden. Das wird sehr, sehr spannend. Das ist also ein ganz außerordentlich wichtiges Tool für weitere Forschung auch unbedingt. Ja. In einem hochindustrialisierten und dicht besiedelten Land wie Deutschland ist es bemerkenswert, dass die Waldfläche nicht nur gehalten werden konnte, sondern sogar leicht zugenommen hat. Auch das ist de facto richtig. Wir haben dafür, wie dicht wir besiedelt sind, tatsächlich eine sehr, sehr hohe Waldfläche. Das könnte auch so ein bisschen daran liegen, dass der Wald in Deutschland einfach traditionell einen sehr, sehr hohen Stellenwert genießt. Man wird kaum einen Deutschen finden, der sagt, oh, Wald ist Kacke, Wald finde ich vollkommen scheiße. Ja, das gibt es im Grunde nicht. Wir haben alle eine mehr oder weniger gesunde Beziehung zum Wald, dass wir den prinzipiell als was Gutes erachten. Das haben sehr, sehr viele Umfragen ergeben, dass wirklich ein überwältigender Anteil der Deutschen den Wald für wichtig beispielsweise hält. Nicht jeder geht unbedingt regelmäßig drin spazieren, aber auch das sind sehr, 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 sehr viele. Und ein sehr großer Teil der Deutschen hält den Wald sogar für essentiell und als wesentlichen Bestandteil ihres Lebens. Was für mich gut ist, weil dann kommt ja auch mit mir in den Wald, ne? ja. Zugleich haben die Klimakrise und ihre Folgen zu tiefgreifenden Veränderungen geführt. Die vergangenen Jahre haben deutliche Spuren hinterlassen. Besonders die Fichte hat drastisch unter Trockenheit und Borkenkäferbefall gelitten. Viele mittelalte Bestände, in der Regel besonders produktiv, sind abgestorben. Die Trockenheit hat die Bäume geschwächt. In der Folge hat der Zuwachs abgenommen. Der Vorrat im Wald ist auf das Niveau von 2012 zurückgefallen, auch wenn die Bäume im Durchschnitt älter und dicker geworden sind. Gleichzeitig hat der Anteil der Laubbäume zugenommen, auch dank gezielter Waldumbaumaßnahmen. So, das ist sicherlich hier dieser Abschnitt, beziehungsweise diese eine wesentliche Zahl, die hier gar nicht so konkretisiert ist, aber das ist sicherlich der Knackpunkt, auf den sich jetzt die ersten Medienreaktionen zur Bundeswaldinventur bereits gestürzt haben, nämlich der Holzvorrat hat auf das Niveau von 2005, ja, ist er quasi zurückgefallen. Ne? Das heißt, wir haben im Grunde ein Stagnieren des Holzes, das bei uns im Wald rumsteht, seit 2012 erlebt. De facto bedeutet das kein zusätzlicher gespeicherter Kohlenstoff, der in unserem Wald gebunden wäre. Wir haben aber damit gerechnet, dass Deutschland über diese 10 Jahre, die jetzt da stattgefunden haben, einen gewissen Teil des Kohlenstoffs, den Deutschland emittiert, gleichzeitig im Wald sozusagen wieder speichert. Und das hat aber gar nicht stattgefunden. Wir haben auch für die Zukunft, für die Prognosen, wie wir klimaneutral werden könnten, wenn wir das dann wollen, das, ne, ist ja politisch nicht in Stein gemeißelt, aber wenn wir das dann
wollen würden, dann wären die Prognosen, die diesbezüglich gemacht haben, bisher alle davon ausgegangen, dass der Wald XY Menge Kohlenstoff im Laufe jedes Jahres speichert, was er de facto jetzt eben nicht getan hat, weil, beziehungsweise hat er schon gemacht, aber auf gleichzeitig ist er auf anderen Flächen halt eben umgefallen, insbesondere die Fichte, und die ist entweder verrottet oder ist zumindest jetzt in Form von gespeichertem Kohlenstoff so nicht mehr verfügbar, weil also, bestenfalls jetzt in China gespeichert. Speicherter Kohlenstoff ist. Ne? Die Böden, die dadurch die Kahlschläge, beziehungsweise, ja, Kahlschläge sind ja nicht, richtig Kalamitäten entstanden sind, die haben auch wahrscheinlich eine Menge Kohlenstoff verloren, deutliche Humusverluste auf den Kahlflächen. Und da dürfte also tatsächlich der Wald eher zu einer CO2-Quelle als einem CO2-Speicher netto über diese 10 Jahre geworden sein. Das ist jetzt nicht weiter überraschend, wenn man sich 2018, 19 und 20 angeguckt hat und sich angeguckt hat, wie viele Bäume da umgefallen sind. Aber im Grunde ist das schon die Realität, was hier in diesem Absatz drin steht. Bis auf eine Kleinigkeit, beziehungsweise so eine kleine Relativierung, die ich so vielleicht nicht geschrieben hätte. Denn wenn auch wenn die Bäume im Durchschnitt älter und dicker geworden sind, im Durchschnitt sind sie älter und dicker geworden. Ja gut, da fehlen ja auch ganz viele junge bzw. Mittelalte. Das heißt, dieser Durchschnittswert ist einfach durch die großen Verluste an vielen anderen Bäumen jetzt mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Da werden wir uns dann auch die Zahlen nochmal genau angucken müssen. Wenn wir diesen Durchschnittswert so richtig analysieren wollen und mal gucken, inwiefern ist das denn jetzt aussagekräftig oder nicht. Ja? Also, wenn weniger Bäume da sind, darunter aber viele alte überlebt haben, dann ist der Durchschnitt eben auch älter und dicker geworden. Ja? Und das ist aber trotzdem kein positives Ereignis, dass einfach viele mittelalte Bäume fehlen. Darum muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Ja? Das ist beziehungsweise die zentrale Frage lautet: Ist der Durchschnittsbaum älter und dicker, weil viele Bäume älter und dicker geworden sind? Dann wäre das was Positives. Oder ist er einfach nur im Durchschnitt älter und dicker, weil viele nicht so dicke Bäume gestorben sind? Das wäre nicht was Positives, ja. Das meine ich. Deswegen Durchschnittswerte sind natürlich außerordentlich wichtig und die brauchen wir auch, selbstverständlich. Ohne Durchschnittswerte geht hier gar nichts. Aber wie der Durchschnitt zustande kommt, beziehungsweise das gute alte Bild dafür ist ja einmal links am Hasen vorbeigeschossen mit exakt einem Meter daneben, einmal rechts am Hasen exakt einen Meter daneben vorbeigeschossen. Im Durchschnitt ist der Hase tot. Und das sagt viel über die Vorsicht, mit der wir arbeiten müssen, wenn wir hier über Durchschnittswerte reden, aus. Ja? Also immer mit einer gewissen Vorsicht, wenn es auch der beste Wert ist, den man in besonderer Situation halt einfach angeben kann. So, als Kohlenstoffspeicher sind die Wälder enorm wichtig für den Klimaschutz. Die BWI zeigt jedoch, dass der deutsche Wald 2017 durch die enormen klimabedingten Schäden durch mehr Kohlenstoff abgibt, als er aufnimmt, habe ich ja gerade schon gesagt. Der Wald ist zu einer Kohlenstoffquelle geworden. Es braucht Geduld und Ausdauer, um dies über einen Umbau der Wälder wieder umzukehren. An der Notwendigkeit kein Zweifel bestehen, völlige Zustimmung. Aus Sicht des Naturschutzes und der Biodiversität zeigt die BWI positive Entwicklungen. Die Menge an Totholz ist um ein Drittel gegenüber der letzten Inventur gestiegen. Das ist gewaltig. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Das ist wirklich mehr, als ich erwartet hätte. Ich hatte mir schon gedacht, dass es sicherlich gestiegen ist, aber das ist massiv. Das ist wirklich, wirklich eine gute Nachricht. Damit haben wir insgesamt bundesdeutscher Durchschnitt wirklich ordentliche Mengen als Totholz inzwischen in den Wäldern drin liegen. Teilweise mehr als selbst naturschutzbegeisterte Forstwissenschaftler als Mindestmaß gefordert haben. Und das ist ja nur das ist der Durchschnittswert. Es gibt also Wälder, da liegt noch erheblich mehr als das rum. Ja? Andererseits müssen wir uns natürlich wieder mal ein bisschen darüber unterhalten. Totholz ist nicht gleich Totholz. Das wird in weiteren Teilen der Details, beziehungsweise der detaillierten Zahlen, die hier sicherlich noch folgen werden, bestimmt noch weiter aufgedröselt. In stehendes Totholz und liegendes Totholz, stehendes Totholz, sprich ein Baum, der noch steht, ist halt als Spechthöhle, als Fledermausunterkunft und so weiter interessant, ist er erstmal umgefallen, dient er vor allen Dingen Pilzen und eher wenig großen Tieren in Anführungszeichen als Lebensraum, Insekten.
natürlich noch. Ja? Aber egal, mit der Zunahme an alten und dicken Bäumen nehmen auch die vielen ökologisch wertvollen Mikrohabitate an diesen Bäumen zu. Das habe ich gerade gesagt, Mist. Außerdem sind die Wälder strukturreicher geworden. Sie haben eine größere Baumartenmischung, vermehrte Schichtung. Auch die Naturnähe hat zugenommen. Die Daten zu nachwachsenden Waldgenerationen bestätigen diesen Trend. Unsere politischen Maßnahmen zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel zeigen Wirkung. Ist das so? Ja, ich würde schon sagen. Ja. Also nach meiner subjektiven Einschätzung dessen, was ich sehe, wenn ich durch den Wald laufe, was ich in vielen Teilen Deutschlands tue, dann würde ich schon sagen, dass im Laufe dieser 10 Jahre und seit der letzten 10 Jahre, in der jetzt diese Waldinventur, Bundeswaldinventur spielt, habe ich ja auch schon forstlich Ahnung. 2012 hatte ich noch nicht so viel Ahnung, aber ich hatte schon Ahnung, definitiv. Und meine Ahnung hat im Laufe des Jahrzehnts sicher auch zugenommen. Aber ich habe das wirklich selbst auch beobachtet und das deckt sich mit meiner persönlichen Beobachtung eigentlich relativ gut. Das heißt, es sind jetzt keine furchtbar überraschenden Tatsachen, die hier ermittelt sind, aber das macht sich auch meiner Meinung nach durchaus sehr, sehr realistisch. Und selbst wenn du jetzt anderes gesehen hast, dann sind die Zahlen trotzdem realistisch, weil die Bundeswaldinventur wirklich die beste Quelle für Waldstatistik sozusagen ist, die wir haben. Also man ist schlicht und ergreifend ein Großkotz, wenn man jetzt irgendwie daran zweifelt, dass die Zahlen hier stimmen. So jemanden kann man nicht ernst nehmen. Es sei denn, der hat hervorragende Argumente und ich habe noch nie welche gehört, aber könnte ja sein, theoretisch. So, wir wollen und müssen unsere Wälder bewahren, anpassen, ihre vielfältigen und unverzichtbaren Ökosystemleistungen zu sichern. Waldbauliches Handeln muss sich den neuen klimatischen Herausforderungen anpassen, denn der Klimawandel bedroht nicht nur die Vitalität unserer Wälder, sondern auch ihre Funktion als wirtschaftliche Grundlage vieler Betriebe. Die Wertschöpfungskette Hölz wird sich zunehmend darauf einstellen müssen, dass sich der Wald und seine Baumarten in Zusammensetzung weiter verändern und damit das Aufkommen und die Verwendungsmöglichkeiten von Holz. Das ist definitiv so. Und es wird nicht unbedingt besser. Ja, netto bestimmt nicht. Die Herausforderungen sind groß, doch mit vereinten Kräften können wir unseren Wald für die künftige Generation bewahren und Rolle für Biodiversität, Klimaschutz und nachhaltige Holznutzung sichern. Ich werde etwas negativer eingestimmt, ehrlich gesagt, so insgesamt, ne? Weil die Herausforderungen sind in der Tat groß, möglicherweise zu groß. Und irgendeine Form von Wald können wir wahrscheinlich schon für die künftige Generation bewahren, aber auch nur, wenn es mit dem Klimaschutz einigermaßen hinhaut, weil der Wald ist Teil des Klimasystems, nicht umgekehrt. Also du kannst nicht den Wald retten und das Klima geht vor die Hunde, aber du hast ja wenigstens den Wald gerettet, sondern wenn das Klima nicht gerettet wird, in Anführungszeichen, das muss man jetzt ein bisschen polemisch verstehen, retten, ne? Dann ist der Wald auch am Arsch. Das darf man immer nicht vergessen. Ne? Es gilt grundsätzlich auf diesem Planeten zunächst mal ökosystemare Auswirkungen globaler Art wirken auf jedes kleine Ökosystem. Wenn du jetzt also den Igel über die Straße trägst, damit er nicht überfahren wirst, hast du den Igel vielleicht erst mal gerettet. Wenn du dabei aber Klimaschutz einfach ignorierst und es dir wichtiger ist, Igel über Straßen zu tragen, dann wird der Igel halt irgendwann im Klimawandel möglicherweise zugrunde gehen. Ne? Deswegen ist meiner Meinung nach Umweltschutz als großes Ganzes, sprich den Schutz der gesamten Umwelt, inklusive eben ihrer abiotischen Lebensgrundlagen, die sich vor allen Dingen auf Boden und Klima runterbrechen lassen, eben essentiellster Bestandteil eines umfassenden Schutzes bzw. Erhaltens der Lebensgrundlagen. Artenschutz ist schön und gut, Tierschutz ist nochmal schön und gut, aber beides ist weniger wichtig, weil wenn die äußerste Schicht der lebenserhaltenden Maßnahmen sozusagen schon scheitert, dann sind die kleinen Details im Inneren einfach völlig Wurst, weil ja, dann ist trotzdem alles am Arsch. Ne? Das darf man immer nicht vergessen und das kommt meiner Meinung nach häufig zu kurz, wenn jemand, wie gesagt, einen Igel über die Straße trägt. Nicht, dass das nicht toll wäre, vielen Dank, das ist sehr lieb, wenn der Igel über die Straße getragen wurde, aber das allein wird nicht genügen. So,
Die ausgewählten Ergebnisse sind jetzt hier folgende: Waldland Deutschland, Waldfläche geringfügig zugenommen. Ein Drittel der Gesamtfläche Deutschlands ist bewaldet, das sind 11,5 Millionen Hektar. Seit der letzten Bundeswaldinventur hat diese Waldfläche geringfügig um 15.000 Hektar zugenommen. Wie kann das sein? Naja, ganz einfach: Es gab weniger Rodungen, als es gleichzeitig Erstaufforstungen gegeben hat. Eine Erstaufforstung, juristisch gesehen, ist ein Anlegen eines neuen, juristisch gesehen, Wald. Soll heißen, wenn du einen Acker hast, ja, und dein Acker grenzt zum Beispiel an ein Waldstück an und du hast keine Lust mehr auf Acker und stellst beim zuständigen Landratsamt meistens den Antrag auf Erstaufforstung und dann kriegst du die Genehmigung und darfst da erst aufforsten. Dann ist just in dem Moment, sobald du da jetzt diesen Antrag sozusagen bewilligt bekommen hast, deine Fläche Wald, ja, juristisch. Da stehen jetzt natürlich nur so kleine Bäumchen drauf, wenn es dumm läuft, aber sie ist jetzt ab sofort Wald. Ja? Und das hat halt eben mehr Hektar betroffen als das Gegenteil, nämlich die Rodung juristisch gesehen. Die Rodung vernichtet Wald auch juristisch. Das bedeutet, die Fläche wird jetzt zu was anderem als Wald, unabhängig davon, ob man die Bäume umgeschnitten hat oder nicht. In dem Moment, wo sie juristisch gerodet worden ist, ist die Fläche nicht mehr Waldfläche und unterliegt damit zum Beispiel auch nicht mehr der Pflicht zur Wiederaufforstung. So heißt, wenn du da dann Bäume fällst, dürfen sie wegbleiben und du darfst alternativ einen Strommast zum Beispiel aufstellen. Ne? Und trotz der Tatsache, dass wir mehr Windkraftanlagen in Wäldern haben, hat der Wald ein wenig zugenommen. Und das finde ich positiv. Das hätte ich mir denken können, dass durch zum Beispiel Windkraftanlagenbau oder da reicht es übrigens, wenn die schon bewilligt sind und die Fläche dafür freigegeben ist, gerodet zu werden. Dann steht sie hier schon drin, wenn das 2022 der Fall war. Ja, und trotz möglicher neuer Stromleitungen und so weiter und so fort gab es netto doch noch ein kleines Plus. Das ist irgendwie ein bisschen beruhigend, also sicherlich eine gute Idee, gute Nachricht. Natürlich kommt da jetzt noch vieles an Rodung auf uns zu, vorzugsweise beziehungsweise überwiegend sicherlich sehr viele Windkraftanlagen, die da gewisse Auswirkungen haben werden. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wir bei der nächsten Bundeswaldinventur netto ein bisschen weniger Wald haben. Allerdings, jede Waldrodung geht mit einer Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme einher. Das heißt, da muss irgendwo anders die Natur aufgewertet werden. Wenn an der einen Stelle Natur, sprich Wald, der als Natur zählt, kaputt gemacht, in Anführungszeichen, beziehungsweise gerodet werden soll. Das heißt also, dass unter anderem potenziell auch Ackeraufforstungen in Frage kämen, um Waldverluste auszugleichen. Das wäre sogar die primäre Maßnahme. Wenn das nicht geht, kann auch was anderes gemacht werden, aber eigentlich sollte erstmal das gemacht werden. Deswegen müssen wir schauen. Ich bin optimistisch, dass sich die Verluste in Grenzen halten werden. Davon abgesehen ist höchstens 1 bis 2% der Waldfläche für Windkraftausbau überhaupt sinnvoll, weil da halt entsprechender Wind geht. Daher wäre maximal 1 bis 2% der Waldfläche absolutes Maximum. Das wird so schnell nicht passieren, an Verlust überhaupt nur vorstellbar. Ne? Gut. Fast die Hälfte des deutschen Waldes ist in privater Hand, 29% gehören den Ländern, 20% sind Eigentum von Körperschaften und 3% gehören dem Bund. Das sehen wir nachher noch in einer schönen Statistik, Grafik. Die häufigsten Baumarten sind Kiefern. Das ist neu. Das war immer Fichte. Jetzt ist Kiefer mit 22% des Holzbodens, Fichte 21%. Das heißt, die Kiefer hat die Fichte überholt. Die Kiefer hat die vergangenen Jahre besser überlebt, als das bei der Fichte der Fall ist. Dann kommt gleich die Buche auf Platz 3. Das war auch schon früher so. Allerdings hat der Buchenanteil etwas zugenommen, der Eichenanteil auch ein wenig. Und die restlichen 28% verteilen sich auf 47 Baumarten und Baumartengruppen, zumindest die, die hier ermittelt werden. Nicht jedes Gehölz, was irgendwo in Deutschland rumstehen muss, wird für die Bundeswaldinventur jeweils separat erfasst. Deswegen kommt es dann in Baumartengruppen. Also es wird schon jedes erfasst, aber nicht namentlich teilweise, ne? Wenn es so super seltene Sachen sind. So eine Elsbeere beispielsweise hat keine eigene Kategorie. Die Kalamitäten, insbesondere Folgen der großen Dürren. Oh, hier wird die Dürre bis 2021 geführt. Das ist sicher nicht falsch. 2021 war im Vergleich zu den anderen Jahren aber deutlich weniger dramatisch. Ja, haben jedenfalls das Waldgefüge gestört und die Dynamik des Waldbaus verstärkt, Waldumbaus verstärkt. Das kann auch positive Auswirkungen gehabt haben, weil wir halt eben Fichte verloren haben. Das heißt, die Beschleunigung des Weg von der Fichte hin zum Laubmischwald
Das hat da vielleicht ein kleines bisschen positive Auswirkungen gehabt. Netto ist es aber eine Katastrophe. Ach, das darf man nicht anders nennen. Die Fläche der Laubbäume hat im Vergleich zu ihrer Fläche um 2012 um 7% zugenommen. Das klingt jetzt erstmal nicht viel und ich habe auch schon Dokumente gesehen, unter anderem hier von Spektrum der Wissenschaft, die hier zum Beispiel das gar nicht mal so bemerkenswert finden, dass da kleine Anpassungen bei den Laubbäumen und so weiter und so fort passiert sind. Ich kenne Spektrum der Wissenschaft eigentlich als, das ist jetzt populärwissenschaftlich, ne, war noch nie was anderes, aber eigentlich sind sie etwas differenzierter. Ich fand diesen Artikel hier vom Thomas Krummenacker relativ voreingenommen. Es kommen auch nur zwei Experten zur Sprache und beide sind hochgradig umstritten. Das ist einmal Susanne Winters, glaube ich. Die ist bei Greenpeace Waldaktivistin und Professor Pierre Ibisch, Entschuldigung, das weiß ich, Vornamen weiß ich gerade nicht, ist auch nicht so wichtig, aber Professor Ibisch jedenfalls aus Eberswalde, der auf jeden Fall auch sehr, sehr viel bei anderen forstwissenschaftlichen Kollegen anecken kann, ja, mit seinen Ansichten. Daher ist das jetzt nicht besonders repräsentativ, beziehungsweise nicht sehr ausgeglichen, wenn man nur zwei absolute Gegner der bestehenden Forstwirtschaft zu Wort kommen lässt und überhaupt keinen Vertreter der aktuell bestehenden Forstwirtschaft. Darum, ja, ich mag diesen Artikel nicht besonders. So, und da wird das zum Beispiel nur als minimal angesehen, dass hier eine positive Entwicklung festzustellen ist. Wir reden hier aber von Waldökosystemen. Waldökosysteme sind scheiße langsam. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Und dass in 10 Jahren die Laubbaumfläche um 7% zugenommen hat, das ist sehr viel. Das ist eine ausgesprochen gute Nachricht. Ja, auch 2-3% wäre durchaus auch schon okay. Ja? 7% ist völlig in Ordnung. Das absolute Höchstmaß, was da überhaupt irgendwie vorstellbar ist, ohne riesige Verluste an Biomasse letzten Endes, beziehungsweise Kohlenstoffs an die Atmosphäre ja, zu quittieren, wäre Maximum 10%. Absolutes Maximum. Und das geht auch nicht ohne Schäden. Wahrscheinlich haben diese 7% auch nur deswegen funktioniert, weil wir eben die Schäden hatten. Ja, das ist also eine sehr, sehr schnelle Geschwindigkeit des Umbaus. Vor allem die Fichte hat gelitten, deren Fläche hat um 17% abgenommen. Das ist doch weniger, als ich dachte. Ja, so gefühlt, es hängt natürlich stark davon ab, in welcher Region man unterwegs ist. Beispielsweise hat Bayern gar nicht mal so große Flächenverluste. Das sind jetzt im letzten Jahr noch ein paar mehr geworden. Das sind dieses Jahr vielleicht auch noch ein paar letzte Prozentchen, die da möglicherweise noch eine Rolle spielen könnten. Aber zum Beispiel auch der Schwarzwald hat keine riesigen Verluste an gigantischen Fichtenflächen. Jedenfalls nicht sehr viele. Und da ist insgesamt 17%, also erstens mal sowieso die Wahrheit, ne? Also das ist beziehungsweise die statistisch gesehen Wahrheit, die beste Zahl, die wir diesbezüglich haben. Und manche Regionen haben aber auch 80% von der Fichte verloren. Man darf auch nicht vergessen, sobald da wieder junge Fichten auf der Fläche wachsen, wird die Fläche ja wieder als Fichtenwald gezählt. Also die Fichte kann, die jetzt wieder da ist sozusagen, also sie wird nicht als weggezählt, wenn sich einfach nur das Alter von, sagen wir mal, 60 auf 2 Jahre reduziert hat der entsprechenden Fläche. Dann ist es trotzdem ein Fichtenwald, weil juristisch gesehen ist die Fläche, sobald Forstpflanzen ja draufstehen, ja Wald. Wie gesagt, Details werden noch sehr wichtig sein hier. Und das machen wir dann irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten oder im Laufe der nächsten Jahre, weil auch Kollegen werden sich auf die Zahlen aus der Bundeswaldinventur stürzen und eigene Forschung damit anstellen. Ne? Nochmal. Gut, die Bäume im Wald sind durchschnittlich älter und dicker als bei der letzten Inventur. Da haben wir schon drüber geredet. Und zwar um 5 Jahre auf 82 Jahre hat sich das durchschnittliche Waldalter erhöht. Da muss man eben vorsichtig sein. 30% des Waldes sind älter als 100 Jahre, 20% sind älter als 120 Jahre. Von Naturschutzseite kriegt man da häufig zu hören, die Wälder sind insgesamt viel, 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 viel zu jung, da müssen wir dringend was dran tun. Dabei darf man nicht vergessen, wie kriegt man denn einen Wald um 10 Jahre älter? Man wartet 10 Jahre.
Kann man das beschleunigen? Nein. Also die Forderung, wir brauchen mehr alte Wälder, die ist, der würde ich so weit recht geben wollen, dass mehr alte Wälder schön wären. Inwiefern man das jetzt allerdings politisch fordern kann, ist halt nochmal eine andere Frage. De facto wird häufig gefordert, dass Wälder über 120 auf jeden Fall schon mal nicht mehr eingeschlagen werden dürfen. Momentan liegt das gerade je nach Bundesland so bei so ungefähr 140. Das Gentleman's Agreement, dass man im Baum über 140 ist, sei denn es eine Eiche, nicht mehr umschneidet. Teilweise auch nur ab 160. Und da könnten wir uns vielleicht tatsächlich darauf einigen, dass 120 da die neue Grenze sein soll, um eben Altwaldbäume zu erhalten. Leider sieht es aber insbesondere bei der Buche, bei der 120 zum Beispiel eigentlich eine ganz gute Grenze wäre, so aus, als wären 120-jährige Buchen schon ziemlich, ziemlich mitgenommen. Und die Frage ist halt wirklich, ob es sich da lohnt, die jetzt alle unter Schutz zu stellen, damit sie dann alle verrecken. Oder zumindest kleinräumig auf manchen Flächen alle verrecken. Es ist also Zündstoff, da ist jede Menge Zündstoff. Die Strukturvielfalt der Wälder in Deutschland hat weiter zugenommen. So findet sich auf 79% der Fläche Mischwald. Zudem sind 77% der Wälder zwei- oder mehrschichtig aufgebaut. Jetzt müssen wir so fair sein, Mischwald ist ab dann, sobald eine zweite Baumart mit einem gewissen Anteil auf der Fläche vorkommt. Also haben wir 90% Fichte und 10% Buche, dann ist das schon ein Mischwald. Glaube ich zumindest, dass das mal irgendwo war, das mal so definiert. Wie das genau hier definiert ist, erfahren wir vielleicht noch weiter unten. Trotzdem, 79% der Fläche sind kein absoluter Reinbestand mehr. Das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung. Die Reinbestände, die wir noch haben, sind entweder sehr junge Fichte oder Kiefer. Ja? Wobei Kiefer wahrscheinlich inzwischen überwiegt. Das wissen wir ja auch, weil einfach die Baumartenverschiebung Richtung Kiefer durchaus festzustellen ist. Zudem sind 77% der Wälder zwei- oder mehrschichtig aufgebaut. Jetzt ist zweischichtig noch nicht besonders ökologisch wertvoll, mehrschichtig schon, dazu gibt es aber nachher noch eine detailliertere Ausbildung. Was bedeutet Schichten? Naja, das heißt, wir haben nicht nur einfach oben eine Schicht Waldbaumkronen und unten drunter im Wald ist nichts. Wer sich an den guten alten Fichtenreinbestand erinnern mag, als es ihn noch gab, im größeren Stil, ja, es gibt ihn schon immer noch, aber da siehst du im Grunde oben die Fichten. Kronen und auf dem Boden ist nichts im schlimmsten Fall, bestenfalls noch Moos. Sowas wäre ein typischer einschichtiger Bestand, das gleiche für Kiefernwälder, wo auf dem Boden eben nur Moos und vielleicht noch ein paar Heidelbeeren oder sowas in dieser Richtung ist, aber keine zusätzliche Baumschicht. Ein zweischichtiger Bestand ist dann typischerweise oben die Baumkronen, unten Verjüngung. Diese Verjüngung kann unterschiedlich hoch sein, sagen wir mal einen Meter, vielleicht auch schon 3-4 Meter, sowas in die Richtung. Ein mehrschichtiger Bestand, der mehr als zwei Schichten hat, hat also dementsprechend die Oberkronen, ja, den herrschenden Bestand, dann darunter irgendeinen zweiten Verjüngungsabschnitt von Bäumen, die sicherlich auch schon sowas um die 10, 12 Meter hoch sind, und darunter nochmal Verjüngung. Das ist natürlich nicht immer auf jedem Quadratmeter voll ausgebildet, aber zumindest gibt es diese drei Schichten flächenmäßig in einer gewissen Anteil, dass man hier wirklich von einem mehrschichtigen Bestand sprechen kann. So, und nach mehrschichtig kommt dann noch der Plenterwald, beziehungsweise eine plenterartige Form des Dauerwaldes, wo wir dann wirklich ein großes, großes Kuddelmuddel sehr verschiedener, unterschiedlich hoher Bäume haben. Sehr wertvolle Waldbestände, sehr zukunftsfähige Waldbestände, eine schöne Sache, allerdings schwierig zu bewirtschaften und ja, muss man auch gucken für die Zukunft. Die alleinige Lösung wird es sicherlich nicht sein, nicht überall, aber auf jeden Fall mindestens ein sehr, 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 sehr großer Teil der Lösung. Ich denke, darauf können wir uns auch auf jeden Fall einigen. So, der junge Wald entsteht zu 91% aus Naturverjüngung. Das sind, glaube ich, nochmal 6% mehr als letztes Jahr. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Das, was wir später lesen können, das Einzige, was noch im großen Stil gepflanzt wird, ist Douglasie. Das ist auch sinnvoll und notwendig vermutlich. Und eigentlich nicht weiter überraschend. Ich denke, wenn wir 90% Naturverjüngung versuchen beizubehalten, die 1% müssten zum Beispiel schon gar nicht mehr sein, dann ist das sicherlich realistisch und schon sehr, sehr gut. Weil es wird Situationen geben, das können wir nicht, wollen wir nicht haben, aber das wird es geben, wo wir einfach dazu pflanzen müssen, weil es weiterhin Löcher im Wald geben wird in der Zukunft. Und dann ist manchmal Pflanzen halt die einzige Möglichkeit, um das Loch schnell wieder zuzukriegen. Die Naturnähe der Baumarten
Zusammensetzung in der Hauptbestockung hat sich im Vergleich zum letzten Inventur nur geringfügig zu mehr Naturnähe verändert. Ja, immerhin wenigstens ein bisschen, ne, muss man auch sagen. Der junge Wald ist dagegen deutlich naturnäher. Das liegt unter anderem auch an dem hohen Anteil der Naturverjüngung. Ne? Ja, der Anteil der Naturnähe, Anteil der sehr naturnahen und naturnahen Baumartenzusammensetzung beträgt hier rund 50%. Immerhin, muss man sagen, das gucken wir uns aber noch detaillierter an. Da möchte ich auch gerne wirklich die vollen Zahlen haben und nicht nur diesen Auszug hier. In der 10-jährigen Inventurperiode wurde auf 4,8 Millionen Hektar, 43% der Holzbodenfläche, keine Bäume entnommen. Das zeigt die im Vergleich zu anderen Landnutzungen extensive Bewirtschaftung dieser Fläche. Ja, das ist, denke ich, auch eine interessante Zahl. Die ist mir in den letzten Bundeswaldinventuren so gar nicht aufgefallen. Allerdings müssen wir natürlich hier auch wieder dazu sagen, keine Bäume entnommen heißt auch, dass es teilweise einfach nicht möglich war, da Bäume zu entnehmen. Das ist also jetzt nicht nur dem freiwilligen Verzicht der Entnahme geschuldet und das ist auch teilweise einfach ein Phänomen, dass man ab einem gewissen Baumalter auch nicht mehr so häufig in den Wald eingreifen muss. Daher so. Bevor wir jetzt den ganzen Krempel hier jetzt weiterhin so durchgehen, gucken wir uns mal manches im Detail an. Waldkategorien der Bundeswaldinventur. Da haben wir insgesamt 11.538.000 und ein paar zerquetschte Hektar Wald. Davon sind 221.000 Hektar nicht begehbar. Ja, das macht also nur einen kleinen Prozentsatz vom Gesamtwald aus. Nicht begehbar bedeutet, hier durften sie nicht reinrennen und Daten erheben, weil zum Beispiel Truppenübungsplatz oder weil gefährlich, weil Hang zum Beispiel. Ne? Begehbare Waldfläche sind also noch 11.317.073 Hektar. 11.317.000, naja, ihr könnt selber lesen. Davon Holzboden 10.971.000, Nichtholzboden 346.000 Hektar. Nichtholzboden sind zum Beispiel Straßen, baumfrei ist oder gehalten wird, ja, Waldwege, Schneisen ab 5 Meter Breite und Holzlagerplätze. Vor allen Dingen, Hauptanteil hier sind Straßen, vor allen Dingen Straßen und Wege. So, dann haben wir Blößen, das dürfte zugenommen haben, ja, weil das wäre zum Beispiel jetzt so eine Fichtenkalamitätsfläche, auf der noch nicht nennenswert was gewachsen ist. Und bestockter Holzboden bleibt dann halt das hier übrig. Und das ist dann wirklich quasi die Waldfläche, die tatsächlich als Wald auch aussieht und für den Laien als Wald erkennbar ist. Das haben wir dann auch immer noch ein sehr, sehr großer Prozentsatz von der juristischen Waldfläche. Ne? Einfach nur, um mal diese Diskrepanz zwischen Wald im Sinne des Waldgesetzes und Wald im Sinne von, da stehen auch wirklich Bäume. Ja, das können wir uns sparen. Dann haben wir hier die Waldbesitzarten. Hier ist ein winzig kleines Gedönse von 3%. Das ist Staatswaldbund. Wisst ihr was? Ich gucke mal, ob ich hier ein kleines bisschen... Moment. Ha, da können wir noch ein bisschen mehr ranzoomen. Staatswaldbund 3%. Ha, Staatswaldland 29% ist... schon ein deutlich größerer Anteil. Körperschaftswald, das ist im Regelfall Gemeindewald. Das kann auch mal ein Kirchenwald sein, gibt es aber so gut wie gar nicht mehr seit der Säkularisation, böses Wort. Also fast immer Gemeindewald, der Körperschaftswald. Kann auch mal, es gibt Ausnahmen, wenn es eine Körperschaft alten Rechtes beispielsweise gibt, die so über Wald verfügt, die aber nicht zum Privatwald gezählt wird. Beispielsweise bei mir vorm Fenster diese Richtung. Da gibt es die Murgschifferschaft. Das ist eine Instanz alten Rechtes, die basiert noch juristisch auf uralten Dokumenten, weil sie sich nie aufgelöst hat und man sie nicht enteignet hat oder sonst wie.
die hat ihn, da stammt einiges noch aus dem Mittelalter gefühlt, ja, in der Zusammensetzung. Und sowas wäre auch bei Körperschaftswald meistens manchmal zuzuordnen. Das sind immer Sonderfälle, nur einfach um es mal genannt zu haben. Die Murgschifferschaft war ein Zusammenschluss von Leuten, die Hölzer in die Murg geschmissen haben, also mein Fluss, an dem ich sonst immer hocke, und runtergeflößt haben in den Rhein und ab nach Holland und viel Geld damit verdient haben und so weiter. Ja, und 48% Privatwälder. Beim Privatwald kann man nochmal unterscheiden. Der Großteil des Privatwalds ist der sogenannte Kleinprivatwald bis 20 Hektar. Jetzt kann man sich, wenn man 20 Hektar Wald hat, schon als großer Kleinprivatwaldbesitzer bezeichnen. Die meisten Kleinprivatwaldbesitzer besitzen sowas unter einem Hektar. Also ein ganz, ganz überwiegender Teil hat wirklich nur winzige Waldflächen, weil man irgendwo halt nochmal bei irgendeinem Erbe noch ein paar Meter Wald quasi noch dazu bekommen hat, die irgendwo noch übrig gewesen sind sozusagen. So, und dann sind eben die Anteile der mittelgroßen Privatwaldbesitzer gar nicht mal jeweils so viel. Und dann gibt es noch so ein paar, die mehr als 1000 Hektar haben. Das macht insgesamt dann doch nochmal einen relativ respektablen Anteil vom Gesamtprivatwald aus. Die mit mehr als 1000 Hektar, das sind sehr häufig alter Adel. Das ist nun mal so, ne? Das ist die Realität. Manchmal noch irgendwelche anderen Leute, die zu Reichtum gekommen sind und sich dann ein großes Stück Wald gekauft haben. Zum Beispiel der inzwischen zurückgetretene Trigema-Chef, das ist dieser Hemdenhersteller, unter anderem Klamottenhersteller. Und der besitzt zum Beispiel auch sehr viel Wald. Wolfgang Grupp heißt er, glaube ich. Nur um mal irgendein Beispiel zu nennen. Und der ist ja nicht adlig. Ne? So, unterschiedlicher Waldreichtum in den Ländern, das können wir uns jetzt auch sparen. Das ist ein wunderschönes Foto hier vom Buntspecht. Ich hoffe, es ist ein Buntspecht oder ist das ein Mittelspecht? Nee, das ist ein bunter, oder? Ja. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liegen sollte. Ich bin bei Spechten gar nicht mal so gut, ehrlich gesagt. So jetzt spontan müsste ich nachgucken. Ja, Baumartenzusammensetzung im Wandel. Das ist sehr interessant, der Text hier. Dann können wir hier noch die Dichte der jeweiligen, der vier Hauptbaumarten, die sogenannten, mal anschauen, wo es da jeweils viel von gibt. Und das ist ganz, ganz aussagekräftig. Wir haben Kiefer einmal hier in den plus minus nordöstlichen Trockengebieten. Ja. Welche Baumarten prägen den Wald? Lücken und Blößen, 372.917 Hektar. Das ist neu. Das gab es letztes Mal so nicht. Ja. Also das ist wirklich in der deutschen Waldgeschichte, der Nachkriegswaldgeschichte, seit den großen Blößen nach dem Krieg, Reparationshiebe, Stichwort, wieder aufgeforstet waren, gab es so ein großes Loch in der Baumartenzusammensetzung nie. Also wie gesagt, seit die großen Reparationshiebe aufgeforstet worden sind. Das ist also wirklich das entscheidende Ding, was man hier draus vielleicht mitnehmen sollte. Und ansonsten fehlen jetzt zumindest für die Grafik, das steht bestimmt irgendwo im Text, aber für die Grafik fehlen jetzt die Vergleichswerte zum Vorjahr. Trotzdem sehen wir, Eiche und Buche sind die mit Abstand häufigsten Laubbäume. Fichte, immer noch der zweithäufigste Nadelbaum, haben wir ja schon gesehen. Douglasie ist inzwischen bei einem deutlich höheren Anteil, als sie das letztes Mal gewesen ist. Das müssten jetzt so vielleicht 2%, vielleicht 3% der Gesamtwaldfläche sein. Das müsste man vielleicht nochmal irgendwo anders nachlesen. Moment, ich gucke mal, ob ich es auf die Schnelle finde. Die Douglasie als wichtigste eingeführte Baumart stockt auf 261.000 Hektar, also 2,4%. Das bedeutet, die hat sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Da war sie nämlich knapp bei 1%, meine ich, das in Erinnerung zu haben. Ne? Ja, das ist aber immer noch nicht so gravierend, dass man sich jetzt da furchtbar Sorgen drum machen müsste, dass jetzt Deutschland abrasiert und douglasiert geworden ist. Also ist es jetzt nun auch wieder nicht. Gut, aber Tanne erfreulicherweise hat auch ein wenig zugenommen. Das stand da oben auch noch gerade. Moment, gucken wir hier nochmal. Die heimische Tanne mit 211.000 Hektar, eine etwas geringere Fläche, hat mit
etwas geringere Fläche als die Douglasie. Ihre Fläche hat im Vergleichszeitraum rund um 28.000 Hektar zugenommen. Das ist erfreulich. Ja? Über die Hälfte der Tannenfläche befindet sich in Baden-Württemberg. Ich sage ja immer, wir im Schwarzwald sind das Tannen-Eldorado. Ein weiteres Drittel ist in Bayern. Das ist das zweite Tannen-Eldorado. Und das war es dann auch mehr oder weniger. Alle anderen müssen sich wirklich anstrengen, wenn sie Tanne haben wollen. Da ist die Ausgangslage einfach eine andere. Wenn du schon viel Tanne hast, kommt die Tanne auch schnell nach. Hast du noch nicht viel Tanne, dann musst du dir halt besonders viel Mühe geben, um auch noch ein bisschen Tanne zu bekommen. Beiden Baumarten wird als Alternative zur Fichte, das erzähle ich ja auch immer, und mit Blick auf die Rohstoffversorgung vielfach eine wichtige Rolle als klimaresiliente Mischbaumarten beigemessen, wenn sie entsprechend ihren Ansprüchen auf für sie geeigneten Standorten angebaut werden. Beide Baumarten werden wir nicht drum herum kommen. Ja? Wir werden Nadelhölzer brauchen, einfach wegen der hervorragenden Holzeigenschaften. Und wo geht Tanne? Sicher, auf jeden Fall. Auch wenn sie jetzt mit der Tannenmistel auch schon wieder Probleme bekommt, hoffen wir einfach, dass das nicht allzu schlimm wird oder wir uns vielleicht noch gegen die Tannenmistel wohl möglichst schlimmsten Fall noch mit irgendwelchen Pflanzenschutzmitteln im Grunde wehren müssen. Das will ich nicht 100% ausschließen. Im allerschlimmsten Fall, wir können es uns nicht leisten, die Tanne zu verlieren. Und wenn die Tannenmistel der Grund ist, dass die Tanne fast zugrunde zu gehen droht, oder sollte sich die mal als Grund erweisen, noch ist sie das nicht, ne? Aber diese Vermutung steht im Raum, dann werden wir vielleicht gegen die Tannenmistel auch notfalls mit dem Chemiebaukasten vorgehen müssen. Ne? Und Douglasie ist einfach nicht wegzudenken, dafür hat die viel zu tolle Holzeigenschaften und viel zu schnelles Wachstum und zumindest auch für sie geeignet. Standorten, das ist der Knackpunkt hier unten, ne? Da werden wir Douglasie brauchen. Da bin ich mir absolut sicher. Ob wir sie wollen, spielt überhaupt keine Rolle. Wir werden nicht drum herum kommen. Ja, weitere herausragende Sachen, eigentlich nicht. Hier haben wir noch so eine schöne, ups, SLN, das ist sonstige Laubbäume mit niedriger Lebensdauer, das wären dann so Sachen, die hier halt eben nicht drinstehen, wie zum Beispiel Pappeln. Pappeln wären sicherlich einige, die hier relativ verbreitet sind. Zitterpappel wahrscheinlich eine der häufigsten in dem Bereich. Und dann gibt es noch sonstige Laubbäume mit hoher Lebensdauer. Das sind die hier. Da wäre dann sowas wie die Ulme beispielsweise zu finden, so man dann irgendwo noch eine Ulme gefunden hat. Ne? Nur mal um ein Beispiel zu nennen. Beziehungsweise hier drüben stehen ja auch immer noch ein paar Beispiele. Hohe Lebensdauer, Kastanie, Linde, Mehlbeere, Speierling, Robinie, Ulme. Ja gut, dann war ich mit der Ulme gar nicht so falsch. Gut, so viel dazu. Wir scrollen noch ein bisschen runter. Kalamitäten und so weiter und so weiter. Das gucken wir uns alles auch noch mal genauer an. Ich möchte jetzt hier nur mal einen groben Überblick geben und vor allen Dingen auf die Grafiken eingehen, weil wenn ich das wirklich im Detail mit euch durchkaue, ja, dann sitzen wir nächste Woche noch hier. Nicht morgen, nächste Woche. Und es ist Dienstag. So, also die Alterspyramide des Waldes, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Die erfreuliche Nachricht ist, wir haben sowohl im Nadelholz als auch im Laubholz eine Zunahme der Bäume, die älter als 160 sind. Das ist hier jeweils der dunkelgrüne Balken. Die kleinen Balken oben drüber, das sind die Vorbundeswaldinventuren. Sprich, der Balken direkt oben drüber ist 2012. Und der Balken ganz oben, das ist 2002. So. Und da haben wir also insgesamt seit 2002, das muss man der Fairness halber sagen, und das kann man durchaus anmerken, dass das sehr, sehr schön ist, deutlich mehr Bäume über 160. So, wo kommen die her? Naja, weil wir vor 20 Jahren viele Bäume um die 140 eben nicht mehr umgeschnitten haben und die sind jetzt hier in die Kategorie über 160, beziehungsweise so um die 160, ne, da reingewachsen. Das heißt, die Idee, alte Bäume stehen zu lassen, die funktioniert netto schon so, dass die Zahl der alten Bäume zunimmt. Und deswegen habe ich ja gesagt, im Durchschnitt sind die Bäume dicker und älter geworden. Da muss man sich halt eben wirklich dann die Feinverteilung mal angucken. Ja? Denn eben in diesem Bereich hier,
haben wir auch, wir haben zum Beispiel die jungen Bäume verloren. Das heißt, dadurch, dass wir jetzt weniger junge Bäume haben, haben wir logischerweise mehr mittelalte, ja, was heißt mittelalte, nicht ganz junge Bäume. Und dann so im Bereich der erwachsenen Bäume, dann gleicht sich das wieder so ein bisschen aus, ne? Also die positive Nachricht, die wir aus jeden Fall aus dieser Tabelle hier mitnehmen müssen, auch das müssen wir uns noch ganz detailliert mal anschauen mit den unschönen Grafiken, weil es gibt so ein Bundeswaldinventur wirklich ein Buch oder wird für ein Buch geben, ein dicken, fettes Ding, das nur aus Tabellen ohne solche schönen Grafiken besteht. Und da muss man sich schon ein bisschen reinfuchsen und das werde ich gerne machen, da habe ich auch Spaß mit. Aber bis das soweit ist, möchte ich hier nicht allzu viel reininterpretieren. Aber nichtsdestotrotz, in jedem Fall ist es schön, dass wir doch mehr alte Bäume haben als vorher. Und das beruhigt, denn subjektiv, jetzt individuelle Wahrnehmung, da bin ich nicht allein, das haben auch viele Förster so festgestellt, hatten wir bis 22 sehr wohl viele alte Bäume, die auch gestorben sind. Und zwar so richtig alte, teilweise, ne? Also in diesem Bereich eben. Und dass es trotzdem mehr sozusagen nachgewachsen sind, das ist eine gute Nachricht, ja? Weil die absolute Zahl hier, die hat ja zugenommen. Das ist also wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Nachricht, das ist auch bei den Nadelbäumen so. Spannend wäre jetzt noch zu wissen, was mit Methusalembäumen, also deutlich älter als 160, das sind ja nicht so viele, was mit denen eigentlich ist. Sind ja viele im Dürrezeitraum kaputt gegangen oder nicht? Und diesbezüglich, das weiß ich aus anderen Quellen, kann man sagen, dass die ganz, ganz alten Bäume, also 500 plus, das sind wie gesagt gar nicht viele, aber die sehen zum Teil erstaunlich gut aus und haben durch die Dürrejahre überhaupt keine Schäden davon getragen. Eine populäre Theorie, ob die richtig ist, weiß ich nicht, aber populär ist sie auf jeden Fall, besteht darin, dass die Bäume so alt sind, dass sie sich an alle möglichen Dürreereignisse der Vergangenheit erinnern und genau wissen, was bei krassen Dürreereignissen zu tun ist. Wenn ein Baum zum Beispiel älter als 500 ist, dann hat er möglicherweise miterlebt, wie im Spätmittelalter irgendwann, also im ausgehenden Mittelalter genau genommen, mal der Rhein ausgetrocknet ist. Der war da noch nicht begradigt, kann man mit heute nicht so ganz vergleichen, aber es muss ein verdammt trockenes Jahr gewesen sein. Wir haben natürlich keine Niederschlagswerte, weil man 1500 Ungrad noch nicht Niederschlag gemessen hat, uns dann aufgeschrieben. So, Laubbaumanteil gestiegen. Wie gesagt, den Text überspringen wir weitestgehend, aber das ist ja nochmal eine ganz, ganz wichtige Grafik. Wartet mal, ich zoome da nochmal rein. Dann könnt ihr das noch mal ein bisschen besser sehen. Veränderung der Waldfläche nach Baumartengruppe. Lärche stagniert. Ja, also hier der kleine Balken ist immer vorherige Bundeswaldinventur, der dicke Balken die aktuelle. Kiefer hat leicht abgenommen. Kein Wunder, es sind einige Kiefern gestorben insgesamt. Douglasie hat leicht zugenommen. Überraschenderweise hier nur so ein bisschen, ne, obwohl sie jetzt bundesweit ja, sich mehr als verdoppelt hat, sozusagen ihr prozentualer Anteil an der Gesamtbaumartenzusammensetzung. Das liegt halt schlicht und ergreifend daran, dass halt viele Bäume, dass es auch Brache gibt. Ja. Also, dass in dem Rad, was wir uns oben angeguckt haben, Brache drin ist, ist damit zu erklären, beziehungsweise ist, ja, ist wichtig, wenn man wissen möchte, warum jetzt die Douglasie auf einmal bei 2,5% ist, obwohl sie nur so ein bisschen in Anführungszeichen hier zugenommen hat. Also das darf man da immer nicht vergessen. Tanne, leichte Zunahme, das ist sehr schön. Douglasie, wie gesagt, war absehbar. Aber ich finde es auch beruhigend, und da kann man vielleicht auch die Naturschutzmenschen vielleicht ein bisschen mit beruhigen, dass der Douglasienanteil in der letzten Zeit nicht wirklich völlig durch die Decke gegangen ist und sämtliche Förster haben abrasiert und douglasiert. Ich habe den Spruch schon mal gebracht, das ist ein ganz alter Klassiker in der Forstpartie, sondern es ist wirklich eine leichte Zunahme zu erkennen. Tendenziell wird gerne mal in dem einen oder anderen Forstbetrieb ergänzend auch mal ein bisschen Douglasie angebaut. Betonung auch mal ein bisschen. Forst entwickelt sich langsam. Wir kriegen keinen nochmal Reinbestandsanbau von einem potenziell labilen Nadelbaumart im riesigen Stil. Das wird kein Förster mehr machen heutzutage. Nicht im großen Stil und Tabula rasa-mäßig und gigantische Mengen auf einmal, ne? So, wie gesagt, bei der Tanne leichte Zunahme, bei der Fichte massive Abnahme. Das entspricht ungefähr genau dem, was wir da eben schon gelesen haben. Sonstiges langlebiges Nadelholz müsste das sein. Nee,
sonstiges Laubholz mit niedriger Lebensdauer so rum. Ganz leichte Zunahme, quasi gleich geblieben. Erle, quasi gleich geblieben, ganz leichte Zunahme. Die ganz leichte Zunahme lässt sich teilweise mit Naturschutzaktivitäten in Verbindung bringen, dass man den einen oder anderen trockenen Boden jetzt wieder vernässen lässt. Und das geht mit einer Zunahme der Erle einher. Ich kenne persönlich 2, 3 Beispiele, wo genau das dazu geführt hat, dass mehr Erle da ist. Herzliche Grüße an die Leute vom Wochenende. Unsere kleine Erlenbruchfläche im Harz ist zum Beispiel sowas. Birke. Birke hat leicht abgenommen. Das überrascht mich ein wenig. Ich hätte vermutet, dass die vielen Kahlflächen zu einer Zunahme von Birke geführt haben. Kann ich mir so erstmal nicht erklären. Sonstige langlebige Bäume, sonstige Laubbäume mit hoher Lebensdauer. Ah, das ist immer ein bisschen schwierig. Haben zugenommen, das ist schön. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Die werden wir brauchen. Ja, die werden wir brauchen. Das sind alles wertvolle Mischbäume, die in den Wald der Zukunft unbedingt reingehören. Alle davon. Gerne noch deutlich mehr, aber ja. Es ist eine langsame Entwicklung. Es muss naturgemäß eine langsame Entwicklung sein. Wenn das noch ein kleines bisschen schneller gewesen wäre, wäre natürlich erfreulich, ist aber in Ordnung. Ahorn wächst in letzter Zeit fast schon wie Unkraut. Das zeichnet sich hier auch ganz gut ab. Insbesondere der Bergahorn hat massiv zugenommen. Sein Verjüngungspotenzial hat enorm zugenommen. Liegt vielleicht daran, dass die Böden halt immer mehr Stickstoff gesättigt sind. Und der Bergahorn Stickstoff ganz gerne mag. Das ist so der eine Ansatz, um das zu erklären, warum der Bergahorn in den Jungbestand vor allen Dingen so stark zunimmt. Im Altbestand kriegt er wiederum Probleme durch die Rußrindenkrankheit des Bergahorns. Da werden wir gucken, wie sich das entwickelt. Das ist ganz schwierig, da ist noch sehr viel Forschung notwendig. Ja, Esche massiv abgenommen, das kennen wir, das falsche weiße Stängelbecherchen, ne? Haben wir schon oft drüber gesprochen. Buche, Zunahme, aber mit großem Aber, einige Buchenwälder haben vielleicht zugenommen, aber hier geht es ja nicht um den Gesundheitszustand, sondern nur ums Vorhandensein der Bäume. Die Buche hat in den letzten Jahren sehr, sehr viel jungen Buchen produziert, sehr viele Bucheckern runtergeschmissen, dass also insgesamt Buche sehr viel zugenommen hat im Sinne von Flächen, auf denen Buche steht. Ne? Kein Thema, aber Altbäume muss man sich halt auch Sorgen drum machen. Und drum ist die Frage, wie alt ist denn die Altersverteilung bei der Buche? Dafür gibt es gleich noch eine Grafik, die ein bisschen weniger optimistisch ist. Eiche hat auch schön zugenommen, da hoffen wir, dass das auch dabei bleibt. Denn aufgrund der Erwärmung könnte es sein, dass manche potenziellen Buchenstandorte, wenn es der Buche nämlich zu trocken wird, dann wird dieser Standort zum potenziellen Eichenstandort. Das heißt, wir könnten Buchenfläche verlieren und Eichenfläche gewinnen. Eiche ist so einer der Bäume, die diskutiert wurden in der Vergangenheit. Das muss man vielleicht auch nochmal regelmäßig überprüfen. Aber da wurde viel diskutiert, ob die Eiche nicht vielleicht sogar von der Fläche, in der sie angebaut wird, beziehungsweise auf der sie gerne wachsen möchte, sozusagen, nicht eventuell sogar ein Gewinner des Klimawandels sein könnte. Gleichzeitig vermehren sich aber auch die Schädlinge der Eiche. Also nur die klimatische Anbaufläche der Eiche allein zu betrachten, ist nicht alles, weil wenn die Böden, auf denen Eiche sich wohlfühlt, noch so sehr zunehmen, wenn sie bei jeder Gelegenheit auch gefressen wird, dann hilft ihr das halt nicht viel. Ja? Daher ist es ganz schwer, die Zukunft der Eiche vorherzusagen. Mindestens genauso schwer ist die Zukunft der Buche. Ja, das ist vielleicht mit der größte Unsicherheitsfaktor in der Zukunft unseres Waldes. Zumal die Buche ja unsere eigentlich häufigste Baumart wäre und damit ist sie auch der wichtigste Zukunftsfaktor unseres Waldes, zu wissen, was aus der Buche eigentlich wird. Ne? So, Wald vielfältiger aufgebaut. Da können wir hier mal ein bisschen im Text reinschauen. Ne? Das ist nämlich wirklich schön. Unter Eichenbestockung findet sich nur zu 13% wiederum eine Eichenbestockung, häufiger aber Bestockung von Buche oder Laubbäume mit hoher Lebensdauer, 29%, 26% Buche, 29% Bäume mit hoher Lebenserwartung. Zwar findet sich unter Kiefernbestockungen häufiger Eiche unter Schirmen, doch das gleicht den Verlust nicht aus. Soll die Eiche erhalten werden, ist waldbauliches Handeln erforderlich. Das ist sicherlich ein wesentlicher Knackpunkt, der sich auch in den letzten Jahren in vielen, vielen Publikationen herauskristallisiert hat. Wann immer man sich alte Eichenwälder anschaut, stellt man fest, dass es zumindest in den letzten Jahrzehnten, das mag sich aber in Zukunft vielleicht auch ändern, so gewesen ist, dass die Buche einfach die Eiche nach und nach
Jahr verdrängt. Wenn wir nämlich Eichenwälder angelegt haben, viele Eichenwälder in Deutschland sind irgendwann mal vom Menschen begründet worden, weil die Eiche halt ein wertvolles Holz damals wie heute gewesen ist. Früher vielleicht sogar noch wertvoller, als sie es heute ist, weil man sie multifunktional zum Schweinemästen, für Lohrinde, also Gerbrinde, ja, verwendet hat und für zahlreiche Holzanwendungen. Aber eigentlich gilt, wenn die Eiche wachsen kann, kann es die Buche meistens auch und die Buche tut es schneller. Langfristig verdrängt die Buche also standardmäßig eigentlich die Eiche, es sei denn, irgendein Faktor verhindert, dass die Buche gut wachsen kann, wie zum Beispiel zu feucht oder wirklich für Buche echt zu trocken. Dann kommen natürliche Eichenwälder vor, die sich auch langfristig als Eichenwald erhalten. Auf dem Großteil der tatsächlich vorhandenen Eichenfläche, die wir in Deutschland haben, ist es aber so, dass das eigentlich Buchenwaldfläche wäre. Wenn man also lang genug nichts macht, setzt sich durch natürliche Selektion bzw. natürliche Sukzession, wenn wir so wollen, die Buche wieder durch. Und das wird von diesen Zahlen eben bestätigt. Das heißt, alte Eichenwälder, die wieder mit Eichen nachwachsen sollen, erfordern eben Eingriffe des Menschen, um die Buche ein wenig zurückzudrängen. Und das ist im Sinne der Klimaanpassung, da Eichenwälder zumindest auf dem Papier klimastabiler sind als Buchenwälder, vielleicht eine Sache, die man wirklich vermehrt durchführen sollte. Besonders prominent geworden sind einige Eichen-Naturschutzgebiete, die schon lange Naturschutzgebiet sind, wo man eben nichts Böses sich bei dachte und die Eiche schützen wollte, weil so Eichenwälder ja so schön sind und es ist einem damals nichts Besseres eingefallen als Naturschutz mit der Käseglocke. Sprich, du machst die Käseglocke übers Gebiet drüber, der Mensch darf nicht mehr rein und damit ist das jetzt naturgeschützt und da wird sich alles erhalten und alles soll so bleiben, wie es ist. Und das ist natürlich völliger Mumpitz, das stammt noch aus der Frühzeit des Naturschutzes, als man dachte, sobald man die Käseglocke drüber macht, bleibt alles beim Alten. Tut es aber nicht, weil Natur ist vor allen Dingen eins, nämlich Wandel. Und machst du die Käseglocke drüber, dann vollzieht sich dieser Wandel und das bedeutet im konkreten Fall weg von der Eiche und hin zur Buche. Genug zu dem Thema. Unter einer Fichtenbestockung entsteht auf einem Drittel der Fläche eine Laubbaumbestockung. Das ist sehr erfreulich. Sie selber verjüngt sich stark unter Kiefernbestockung. Das heißt, die Fichte übernimmt da, wo vorher die Kiefer gewesen ist. Das wiederum ist nicht so erfreulich, weil die Kiefer die Kiefern werden wir noch ein paar Jahrzehnte auf jeden Fall verwenden können, um vernünftiges Holz zu produzieren. Fichte, jedenfalls da, wo die Kiefer steht, garantiert nicht, auf keinen Fall. Ja. Daher ist das eine ganz interessante Entwicklung. Da wird man sicher noch viel drüber nachdenken müssen. Ich habe da noch keine abschließenden Gedanken dazu. Tannenbestockung breitet sich unter Fichtenbestockung aus. Das ist gut, genauso wie umgekehrt. Das ist zu erwarten gewesen. Jetzt muss man da dazu sagen, Tanne wie Fichte ist es gewöhnt, im Mischbestand zu wachsen. Ja, auf einer gewissen Höhenlage, so Pi mal Daumen ab 800 Meter, 800, 900 Meter, je nachdem welches Gebirge man anguckt, bis so circa 1000, 1200 Meter, wie gesagt, je nachdem welches Gebirge man anguckt, gibt es eine Tannenfichten-Mischwaldzone. Und sowohl die Tannen sind darauf spezialisiert, mal unter einer Fichte zu wachsen, als auch die Fichte ist spezialisiert, mal unter einer Tanne zu wachsen und gegenseitig kommen die eigentlich auf der richtigen Höhenzone gut miteinander aus. Dass sie das auch unabhängig von der Höhenzone auch woanders machen, ist ein Stück weit beruhigend, insbesondere wenn wir für die Zukunft, insbesondere im Schwarzwald gibt es das auch heute schon, Tannenfichten-Mischwälder haben wollen. Weil die Fichte ist schon da, um die Fichte machen wir uns Sorgen, um die Tanne machen wir uns weniger Sorgen. Die ist aber auch schon da. Und jetzt können wir beides ganz gut miteinander kombinieren, um eben für beide Baumarten so einen gewissen Bonus durch die jeweilige andere Baumart herzustellen. Heißt, kommt der krummzahnige Tannenborkenkäfer und frisst alle Tannen, sind die Fichten noch da. Kommt der Buchdrucker und frisst sämtliche Fichten, dann sind die Tannen noch da. Das sorgt für Ausfallsicherheit und ist sicherlich zentraler Bestandteil des modernen Waldmanagements, dass man versucht, die Baumartenvielfalt zu erhöhen, um damit die Ausfallsicherheit des Gesamtbestandes zu erhöhen. Daher ist das, denke ich, insgesamt hier eine gute Nachricht und da freue ich mich eigentlich ganz gut drüber. Douglasienbestockung, das deckt sich auch mit meinen persönlichen Beobachtungen, findet sich nennenswert unter Bestockung von Fichte und Kiefer, gering auch von Eiche und Buche, aber eine invasive Ausbreitung wird nicht befürchtet. Die Douglasie ist relativ faul, was die Naturverjüngung angeht. Sie ist auch der eine Baum, den man im großen Stil ja noch gepflanzt hat im letzten Jahrzehnt.
Weil sie eben gepflanzt werden muss, weil Naturverjüngung mit Douglasie nur schwierig realisierbar ist, braucht sehr, sehr gute Steuerung, sehr viel waldbauliches Können. Und wenn sie dann mal stattfindet, dann meistens wirklich nur so ein bisschen und eher spärlich. Und das ist deswegen eine gute Nachricht, weil eben damit eine invasive Ausbreitung nicht befürchtet werden muss. Ausnahme sind besonders trockene Hänge. Da kann es mal sein, dass sie tatsächlich invasiv wird. Ich kenne einen Hang hier bei mir im Tal, wo das der Fall ist. Allerdings muss man deswegen auch keine Angst haben, weil wenn du Douglasie umschneidest, ist sie wieder tot. Und bis die selber mal anfängt zu fruktifizieren, kann man 30 Jahre lang sich Zeit lassen, um die Douglasie wegzuschneiden. Ne? Also das ist nun wirklich eine Aufgabe. Da kommt auch ein relativ langsamer, sich bereits halb im Ruhestand befindlicher Landschaftspfleger durchaus noch hinterher. Und das ist jetzt in keinem Fall böse gemeint, sondern ja, da reicht es, wenn man irgendwie einen Rentner mit Zeit aus der Umgebung eine kleine Mini-Motorsäge, Schweizer Taschenmesserformat, in die Hand drückt und der soll das dann machen. Nur so als kleiner Jux. So, das hier ist mit einer der erfreulichsten Grafiken, die wir in dem ganzen Kladderadatsch hier haben, nämlich Schichtung und Mischung im Kronenraum 22. Die äußeren Ringe sind jeweils die Situation 2022, der innere Ring zum Vergleich ist die Situation 2012. So, und dann fangen wir mal hier oben links an. Hier ist einschichtiger Bestand, 22%, ist jetzt heute noch einschichtiger Bestand übrig. Das muss nicht immer schlimm sein. Einschichtiger Bestand wäre auch eine Fläche, wo jetzt gerade die Fichte abgestorben ist und jetzt junger Wald nachwächst. Der kann nur einschichtig sein, anders geht das gar nicht. Daher wäre das auch nochmal interessant, das nochmal dann in den Haupttabellen weiter aufgedröselt zu sehen, ob man da vielleicht eventuell sogar noch detailliertere Daten zu findet. In jedem Fall ist es erfreulich, dass die Einschichtigkeit nur noch 22% beträgt. Das war nämlich 2012 noch 32%. Das heißt, dass viele Sterben der Fichtenreinbestände dürfte hier die Einschichtigkeit mitgetötet haben. Das ist eine positive Entwicklung, definitiv. So, dann haben wir zweischichtig. Zweischichtig ist jetzt auch nicht gerade das Ei des Kolumbus und nicht ultimativ toll, aber immer noch besser als einschichtig. Und das hat sich eben erhöht von 57,3% auf 61%. Das ist sehr, sehr erfreulich. Und wenn man nochmal bedenkt, wie lange Wälder brauchen, um sich vernünftig zu entwickeln, selbst Forste, die ja beschleunigte Entwicklungen durchmachen durch Forstwirtschaft, ist das wirklich eine positive Entwicklung, die ich zwar erwartet hätte, dass sie stattfindet, aber doch in einem kleineren Ausmaß. Insbesondere eben der deutliche Rückgang bei der Einschichtigkeit, das wäre eigentlich vorstellbar gewesen, wenn man so drüber nachdenkt, aber das finde ich schon sehr, sehr schön. Und jetzt kommt der Knüller. Der Knüller ist von 10,8% auf 17% mehrschichtig oder plenterartig. Das ist sehr, 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 sehr erfreulich, ja? Weil der mehrschichtige Wald, ob das jetzt gleich ein Plenterwald sein muss oder ob einfach eine Dreischichtstruktur schon ausreicht, da können wir uns sicherlich sehr, sehr schön drüber kloppen. Das ist dann im Detail wirklich, da wird sich auch gekloppt. Muss es gleich ein richtiger Plenterwald sein oder reicht einfach ein mehrschichtiger Bestand? Ja? Und wenn der mehrschichtige Bestand zum Beispiel schon vierschichtig ist, dann ist der Weg zum Plenterwald A nicht mehr sehr weit, aber auch nicht mehr sehr nötig und da kann man sich dann trefflich drüber kloppen. Aber diese Zunahme, die ist doch sehr, sehr erfreulich und wenn man jetzt hier mal den Anteil, also so rein optisch, dieses kleine bisschen dunkelgrün im Vergleich zu diesem doch deutlichen Bereich des Dunkelgrün, das freut mich wirklich persönlich sehr, dass sich die Qualität der Waldökosysteme, der Waldbilder, nicht die Einzelbaumgesundheit, die ist ja leider nicht unbedingt gerade gestiegen, aber die Waldbilder, die sind schöner geworden und zukunftsfähiger. Denn mehrschichtige Bestände sind zukunftsfähiger als einschichtige Bestände. Punkt. Das ist so. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber streiten. So, Mischung. Laub- und Nadelbeimischung. Das wäre also ein Laubwald mit einzelnen Nadelbäumen. Der hat zugenommen um ein ganz kleines bisschen, von 28,8 auf 30,2%. Naja, das ist doch eigentlich ganz erfreulich. So, die Laubbeimischung, das heißt Nadelwald mit vereinzelten Laubbäumen, hat auch zugenommen und zwar auch wieder so circa um 2%. Okay, auch was Gutes. Nadelbeimischung ist dann ein kleines bisschen
Ach so, Entschuldigung, das da oben war Laub- und Nadelbeimischung. Das ist also der Universalmischwald, wo beides eben quasi in Beimischung sozusagen vorhanden ist. Die reine Nadelbeimischung, also ein paar Nadelbäume im Laubwald, 13,4%, vorher waren es 13,5%, ist quasi stagnierend. Ohne Beimischung nur noch 21%, nicht mehr ganze 23,8%. Also hier haben wir eine leichte Tendenz Richtung besser, allerdings auch wirklich nur eine leichte Tendenz Richtung besser. Das wäre vielleicht ein bisschen deutlicher schön gewesen. Es ist aber auch nicht schlechter geworden. Und ja, da muss ich mir selber noch mal ein bisschen überlegen, was ich davon halte. Tendenz ist auf jeden Fall, dass wir mehr Mischung in den Wäldern haben wollen. Das ist politisch so gewollt. Das ist auch forstwissenschaftlich so relativer Konsens, dass das eine gute Idee wäre. Und viele Forstbetriebe sehen das auch so. Die Umsetzung ist scheinbar schwierig. Aber das ist immer so und braucht ein wenig Zeit. Und netto ist es ja ein bisschen besser geworden. Ja. So, jetzt haben wir hier diese Strukturvielfalt der Wälder-Grafik. Die ist ein bisschen schwierig zu lesen. Also zunächst mal die bunten Nopselchen. Da ist dieser hier, dieses Grün, das ist von 2002. Das mittlere Grün, das ist 2012 und das dunkle Grün, das ist 2022. So, und jetzt sehen wir bei den einzelnen Baumarten jeweils deren individuelle Entwicklung hin zu Mischbestockung. Ja? Soll heißen, bei der Kiefer ging es also erstens hin zur Mischbestockung plus hin zu Zwei- oder Mehrschichtigkeit. Soll heißen, bei der Kiefer ging es los 2002, da hatte die ungefähr, ja, sagen wir mal einfach mal 53% Anteil der Mehrschichtigkeit, zwei- oder mehrschichtig, zu 53%, und sie lag so bei ungefähr 55% Anteil der Mischbestockung im Kiefernwald. Das war dann 2012 schon etwas besser, und 2022 sind wir jetzt bei 80% der Kiefernbestände, die zwei- oder mehrschichtig sind, und 60% der Kiefernbestände statt 55%, die einen Anteil von Mischbestockung, beziehungsweise der Anteil der Mischbestockung so rum. Der Anteil der Mischbestockung ist jetzt bei 60%. Das heißt, es ist eine sehr positive Entwicklung bei der Kiefer festzustellen. Eine noch stärker positive Entwicklung ist bei der Fichte festzustellen. Das liegt daran, dass die schlechten Fichtenwälder einfach tot sind, schlicht und ergreifend. Da sind ja nicht die besten Fichtenwälder gestorben, sondern erstmal die miesen, die rein bestehen. Es sind auch gute Fichtenwälder gestorben. Man kann jetzt also nicht hier einfach nur sagen, ja, es waren nur die unwichtigen Fichtenwälder, die gestorben wären. Das stimmt nicht. Aber anteilig waren wahrscheinlich mehr schlechte dabei als gute, was eben diesen enormen Trend zur Verbesserung so ein bisschen erklärt. Trotz der Tatsache, dass es insgesamt der Fichte sicher nicht besser geht. Aber ihre Naturnähe sozusagen, beziehungsweise die Stufigkeit ihrer Bestände, die hat sicherlich zugenommen. Bei der Erle ist es ein leicht negativer Trend, was den Anteil der Mischbestockung angeht. Ist das jetzt schlecht? Nein, weil Erle bildet Reihenbestände. Wenn also der Anteil der Mischbestockung zurückgeht, dann sind die Erlenwälder naturnäher geworden. Tada! Ja, also man muss es immer, das muss man halt wissen, dass man diesen Trend als was Positives wahrnehmen kann. Dass allerdings der Anteil der Zwei- und Mehrschichtigkeit zugenommen hat, ist wieder positiv. Also für die Erle insgesamt eine schöne Entwicklung. Douglasie, gehe ich von aus, dass das Ding hier unten sein soll. Leicht positiver Trend, leicht positiv, ja, nicht sehr stark ausgeprägt. Aber die Schichtigkeit der Douglasienwälder, die hat sehr stark zugenommen, wenn auch der Anteil der Mischbestockung nicht so sehr. Ne? So, dann haben wir hier die Birke, hier mittendrin. Da ist eine leichte positive Entwicklung bei der Schichtigkeit und ein minimalster Rückgang bei der Mischbestockung feststellbar. Das liegt daran, dass Birke auch gerne mal im Fast-Reinbestand wächst, wenn sie aus Pionierbaum auf Flächen neu hochkommt, wo sonst gar nichts anderes steht. Das wäre also durchaus damit zu erklären, dass es hier eine ganz leichte negative Verschiebung nach links beim letzten Birkenbopsel gibt. So, Buche haben wir zwar eine Zunahme der Schichtigkeit, Stufigkeit, aber auch eine Abnahme Anteil Mischbestockung.
Das ist jetzt ähnlich wie bei der, ja, erstmal Zunahme, dann wieder Abnahme. Das ist ähnlich wie bei der Erde nicht unbedingt was, weshalb man sich unbedingt Sorgen machen müsste, denn die Buche bildet natürlicherweise Reinbestände oder fast Reinbestände. Das gehört zu ihr, bei ihr zur Biologie. Wenn also der Anteil der Milchbestockung leicht abgenommen hat, dann kehrt die Buche mehr in Richtung ihrer natürlichen Bestandesstruktur zurück. Muss man sich also nicht drum kümmern. Eiche, leichte Verbesserung. Esche, ja, die ist ein bisschen außer Konkurrenz, die hat große Probleme. Tanne, auch, ja, fast nichts. Ja, das ist wahrscheinlich auch nicht signifikant, was wir hier feststellen können. Tanne hat eigentlich immer einen riesenhohen Anteil der Milchbestockung. Je nachdem, wie weit diese Baumarten jeweils auch hier rechts in der Tabelle sind, desto hoch ist der Anteil der Milchbestockung. Bei Esche ist der sehr, sehr hoch, weil er das A schon immer gewesen ist und B, die Esche überall wegstirbt und anderes Zeug nachwächst. Bei der Tanne, weil die Tanne typischerweise eigentlich fast nie Reinbestände bildet, wenn man sie nicht darin pflanzt und dann dafür sorgt, dass sie als solche erhalten bleiben, sondern eigentlich immer irgendwelche Nachbarn mischiger Art hat und auch sehr gerne eingemischt wird. Darum, ja, ist das ganz spannend, diese Grafik. So, und jetzt haben wir noch die Naturnähe der Hauptbestockung und der Jungbestockung. Rechts Jung, links Haupt. Gucken wir uns mal Haupt an, dann stellen wir fest, der Anteil der bedingt naturnahen Bestockung liegt bei 41%. Vergleichen wir das direkt mit der Jungbestockung, dann stellen wir fest, da liegt dann nur noch bei 30%. Naturnah sind 22% und bei der Jungbestockung um 3% höher 25%. Sehr naturnah, da ist es sogar ziemlich deutlich, da haben wir hier nur 15%. Beim nachwachsenden Bestand 25%. Ja? Und wenn wir uns angucken, kulturbetont sind hier noch 7%, bei der Jungbestockung nur noch 6. Kulturbestimmt 14, 14. Das nimmt sich nicht viel. So, was lesen wir jetzt da draus raus? Naja, der Naturnähe-Anteil in der Jungbestockung ist höher als in der Hauptbestockung. Das soll heißen, der nachwachsende Wald wird von der Artenzusammensetzung her langsam naturnäher. Das ist was Tolles. Ja? Könnte ein bisschen deutlicher sein, möglicherweise, aber hier ist die Situation ja auch schon gar nicht ganz scheiße. Also von der Ausgangssituation, die schon ganz in Ordnung ist, das war schon 2012 eben, wie gesagt, längst keine Katastrophe mehr, ist es jetzt nochmal tendenziell etwas besser werdend. Das ist schön. So, Totholz. Deutliche Zunahme insgesamt, kann man einfach anhand dieses Balkens erkennen. Hier haben wir noch Zwischenjahre. Ne? Also 2002 war eine Bundeswaldinventur, 2012, 2022, 2008 war eben eine Kohlenstoffinventur und 2017 auch. Ja? Und da kann man jetzt also nochmal ganz nett sehen, dass tatsächlich da nochmal eine deutliche Erweiterung von Totholz stattgefunden hat. Da wurde mal zwischendurch, das ist hier dieser Abschnitt, Totholz zwischen 10 und 20 cm Durchmesser gemäß Erweiterung der Totholzdefinition von 2012. Ursprünglich hat man nur dickes Totholz, mehr als 12, 20 cm Durchmesser überhaupt gezählt, beziehungsweise wurde dann nur dran aufgenommen und dann hat man das halt eben auch 10 bis 20 cm eben schon als bedeutendes Totholz angesehen. Das ist ja auch durchaus wahr. Das hat schon für einige interessante kleine Tierchen positive Auswirkungen. Und damit sind wir jetzt insgesamt bei, wie gesagt, hier 29,4 Kubikmeter pro Hektar. Was selbst von Naturschutzfraktionen gefordert wird, sind 40. Das ist also gar nicht mal mehr so weit weg von dem, was tatsächlich durchschnittlich rumliegt. Ja? Von diesen 40 soll allerdings am besten mindestens 10 noch stehendes Totholz sein, besser 20 stehendes Totholz. Aber da kommen wir eigentlich den Wunschwerten des Naturschutzes schon erstaunlich nah. Und ob die Wunschwerte des Naturschutzes unbedingt auch notwendig sind, ist nämlich nochmal eine andere Frage. Ich persönlich hätte jetzt gesagt, oder werde sage, wenn man mich fragt, dass 20 Kubik Minimum sein sollten. Also der deutsche Wald sollte 20 Kubik Totholz pro Hektar mindestens rumliegen haben. Wenn es weniger ist, ist es ein Fehler. Ja? Und da sind wir jetzt schon deutlich drüber. Das ist halt der Vorteil, wenn im Wald gestorben wird, dann liegt da natürlich mehr totes Holz rum. Das heißt, für alle, die gern totes Holz haben wollen, Käferchen etc., Pilze, irgendwer profitiert immer.
Ja, das ist grundsätzlich in der Natur so. Wenn der eine stirbt, hat der andere was von. Ja, wenn die Fichte vom Borkenkäfer gefressen wird, dann freut sich der Borkenkäfer. Totholzvorrat nach Totholztyp und Zersetzungsgrad. Das habe ich mir selber noch gar nicht angeguckt, die Grafik. Aber machen wir das doch mal gemeinsam. Dann ist das jetzt eine Reaction. Unzersetzt, das ist wahrscheinlich hier wieder 2012. Liegendes Totholz 1222. Ach so, ja. Stehendes Totholz, der dunkelgrüne Balken, beziehungsweise der dunkelgraue Balken, ist der Wert vom 2012. Das heißt, wir hatten 2012 relativ wenig stehendes Totholz. Wir haben jetzt 2,3 Totholzversetzungsgrad. Unzersetztes stehendes Totholz. Also wahrscheinlich, da steht jetzt keine Zahl, aber das dürfte mehr als eine Verdopplung sein. Also die Frage, ob jetzt hier bei insgesamt mehr Totholz auch mehr stehendes Totholz dabei ist, können wir also jetzt beantworten mit definitiv, ja, massiv. Und das ist wirklich ein schöner, großer Anteil, das stehende Totholz am Gesamttotholz, wenn wir uns hier mal die Länge des Balkens angucken. Das überrascht mich, dass das doch insgesamt so gut ist. Ich meine, es gibt viele Wälder, wo man das schön sehen kann, eindrücklich. Letztes Wochenende herzliche Grüße, wer mit bei der Essen-Tour dabei gewesen ist, da sieht man das ja wunderbar, dass da was da für schönes stehendes Totholz rumsteht. Und im Harz hatten wir das auch jetzt vorgestern zum Beispiel zuletzt. Ne? 1,6 ist dann hier der liegende Totholzwert. Unzersetztes liegendes Totholz, 1,6, sehr, sehr schön, ja. Unzersetzt liegend heißt, da kann noch alles Mögliche reingehen, da ist aber noch nicht allzu viel drin. Stehendes Totholz unzersetzt bedeutet ideal eigentlich für Spechthöhlen, für insbesondere auch möglicherweise Schwarzspecht zum Beispiel. Beginnende Zersetzung kann also durchaus vorteilhaft sein. Und da haut es jetzt richtig rein. Schaut mal hier, stehendes Totholz, so richtig, richtig, richtig viel. Liegendes Totholz auch so richtig, richtig viel. Und beginnende Zersetzung ist auch wirklich ein sehr, sehr schöner Zustand, wo eben die Besiedlung ordentlich voranschreitet. Fortgeschrittene Zersetzung, da kommen jetzt vor allen Dingen noch viele Pilze und Insekten ins Spiel. Das ist hier so Baumhöhlenphase. Hier erste Bewohner. Viele Baumhöhlenbewohner, Fledermäuse, Specht etc. Und fortgeschrittene Zersetzung, Spechte, Käferchen, stark vermodert, spezialisierte Pilze und Käferchen. Stehendes Totholz gibt es in diesem Zustand natürlich nicht mehr. Das ist ja schon längst umgefallen. Dass es überhaupt noch stehendes Totholz mit starker Zersetzung gibt, ist auch immer ein sehr, sehr schöner Anblick übrigens. Ich finde die ästhetisch außerordentlich interessant. Ja, und dann der letzte Wert hier, den haben wir noch gar nicht angesprochen, das ist der Wurzelstock. Auch wieder wichtig, vor allen Dingen für Pilze und Insekten, für größere Tiere weniger. Toll, also das ist wirklich, des einen freut, des einen leid. Ich habe es ja gerade gesagt, also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Entwicklung, was das Totholz angeht. Das wird die Artenvielfalt, gerade der Totholzzersetzer in unseren Wäldern, wirklich nach oben schnellen lassen. Das ist biodiversitätstechnisch gesehen, ist das wirklich, wirklich eine sehr gute Nachricht. Das ist nicht alles Scheiße. So, invasive Pflanzen. Ja, zum Beispiel das Zeug hier, ne, das kennen wir, das ist das chinesische Springkraut. Impatiens parviflora. Biotopbäume, Trittsteine für biologische Vielfalt. Da gibt es auch noch schöne Grafiken. Ich wollte ja Grafiken durchgehen. Oh, das muss ich mir in Ruhe mal durchlesen. Holzvorrat nach Baumartengruppe. Das ist jetzt auch noch mal ganz, ganz wichtig. Und zwar Angaben in 1000 Kubikmeter haben wir Vorrat wohlgemerkt, ja? Also das Holz, was im deutschen Wald so rumsteht. Welche Baumartengruppe ist denn daran maßgeblich beteiligt? Und da sehen wir, es ist immer noch viel Fichte. Das ist noch mal weniger geworden. Heute, weil die Zahlen sind ja von 2022. Wir haben seit 2022 nochmal Fichte verloren, vor allem auch in Bayern ging es dann erst los. Das wird also in Wahrheit jetzt nochmal ein bisschen weniger sein. Buche.
Schwer zu sagen, ja. Wirklich viel gestorben ist eigentlich nicht. Sie sehen aber sehr viel schlechter aus. Das hat den Vorrat nicht sonderlich beeinträchtigt, dürfte aber in Zukunft den Zuwachs, also die Änderungsrate des Vorrats, deutlich beeinträchtigt haben. Eiche, ne? Also Buche und Eiche zusammen sind ungefähr ein Drittel des Gesamtholzvorrates. Ein weiteres, ja, fast schon, ja, sagen wir mal, ein bisschen mehr als ein Viertel. Wiederum auch ein bisschen mehr als ein Viertel oder ziemlich genau ein Viertel ist immer noch die Fichte. Die Tanne ist halt sehr unterrepräsentiert. Immer noch. Und die Douglasie, trotz ihrer hervorragenden Wuchseigenschaften und ihrer Anteil an der Waldfläche, der ja zugenommen hat, ist der Anteil im Holzvorrat auch eher relativ gering. Da wäre schon noch Luft nach oben. Das wird in der Zukunft auch dazu kommen müssen. Und Kiefer, können wir vielleicht so sagen, die ist eine unserer wichtigsten noch stehenden, noch vorhandenen Vorratsquellen für in Deutschland vorhandenes Holz. Wir können also uns nicht von der Fichte verabschieden und gleichzeitig von der Kiefer, wenn wir nicht massive Verluste im Holzvorrat erleiden wollen. Bedeutet erstmal die Fichtenwälder auf Vordermann bringen, hoffen, dass die Kiefer noch eine Weile durchhält. Letzte Zahlen der Waldzustandsentwicklung zeigen, dass die Kiefer sich auch wieder erholt. Das bedeutet, die berühmten Kiefernrainbestände Brandenburgs beispielsweise, die brauchen wir noch eine Weile. Ja? Das heißt nicht, dass man da nicht auch hier und da mal vielleicht noch eine Mischbaumart akzeptieren kann. Das kann man sehr wohl, das wäre auch schön. Aber großflächig gegen den Kiefernrainbestand vorzugehen, halte ich vor dem momentanen Zeitpunkt einfach noch verfrüht sozusagen. Weil sie ja wirklich auch durchhalten. Sie schaffen es ja. Das zeigen ja auch wirklich die Waldzustandserhebungen. Man sollte natürlich aufpassen, dass sie keiner anzündet. Ja? Und wenn sie jemand anzündet, sollte man schauen, dass man sie schnell gelöscht bekommt. Da wird sicher viel getan werden müssen in der Zukunft. Ja, Esche tendenziell abnehmend, Ahorn und so weiter. Das deckt sich relativ gut mit dem prozentualen Bestockungsanteil der entsprechenden Baumart. Also die andere Grafik, die so aussah, die euch irgendwie bekannt vorkommt, das war ja der Anteil der Baumarten an der Gesamtwaldzusammensetzung. Also wie viel Prozent der Waldfläche besteht aus welchem Baum? Hier geht es darum, wie viel Prozent des Holzes, was bei uns so im Wald drin steht, gehört zu welchem Baum. Holzvorrat nach Bundesland. Ja, Bayern, logischerweise größtes Bundesland. Durchschnittlicher Vorrat pro Hektar 335 Kubikmeter. Das ist gar nicht mal so wenig. Das überrascht mich. Das hätte ich jetzt irgendwie kleiner eingeschätzt, dass da die Schäden größer gewesen wären. Das heißt, Baden-Württemberg hat ein bisschen überdurchschnittlich viel Holz rumstehen, Bayern hat nochmal überdurchschnittlich mehr Holz rumstehen. Das liegt auch am hohen Anteil in Bayern traditionell schon immer daran gelegen, dass Bayern einen sehr großen Anteil Privatwald hat. Da gibt es am meisten Privatwaldbesitzer und Privatwaldbesitzer neigen dazu, sehr vorsichtig mit ihrem Vorrat umzugehen. Das heißt, im Privatwald wird weniger eingeschlagen als in allen anderen Waldbesitzarten. Einfach weil das Know-how auch fehlt, richtig einschätzen zu können, wie viel Wald man denn jetzt hier theoretisch rausnehmen könnte. Das ist vielleicht auch was Gutes, das wird sich zeigen im Laufe der Jahre, wie man das einschätzen müssen. Aber ein ähnliches Phänomen gibt es auch in Baden-Württemberg, auch da ein relativ hoher Privatwaldanteil, der eben genau zu diesem Phänomen führt. Ja, dann haben wir hier Berlin, können wir mal außen vor lassen, Brandenburg. Bisschen unterdurchschnittlich. Das heißt, die Wälder sind tendenziell ein bisschen weniger dicht als im bundesdeutschen Durchschnitt. Gleiches in Hessen. Hessen hat sehr, sehr viel Wald verloren jetzt. Na, da ist einiges auf der Strecke geblieben. Und was noch da ist, sieht zum Teil relativ mistig aus. Hamburg-Bremen können wir wieder ignorieren. Mecklenburg-Vorpommern ist so quasi der Durchschnitt. Niedersachsen leicht drunter. Es liegt auch unter anderem an den Kiefernwäldern. Die brauchen sehr viel Platz und haben dementsprechend einen relativ geringen Vorrat für die Fläche, die sie tatsächlich haben. Das können wir auch schön sehen, wenn wir uns Brandenburg, wo bist du in Brandenburg, angucken, dass da halt eben auch ein etwas unterdurchschnittlicher, sehr mit Niedersachsen vergleichbarer Wert vorhanden ist. Wobei Niedersachsen teilweise noch ein paar letzte Fichtenwälder hat. Und kleinen Zipfel vom Harz zum Beispiel. Nordrhein-Westfalen, sehr, sehr große Verluste in der Fichte, sehr, sehr große im Siegerland, im Sauerland vor allen Dingen. Das könnte damit zusammenhängen. Rheinland-Pfalz, ähnliches Phänomen, nicht ganz so extrem, aber ja. Und den Rest, ja, sieht da selber, ne? Sind da nicht mehr. Nicht, dass die Bundesländer hier nicht wichtig wären, aber geht halt so weiter.
Holzvorrat nach Eigentumsart, wie ich schon sagte, Privatwald ist deutlich dichter bestockt als zum Beispiel der Körperschaftswald. Der wird meistens gar nicht mal so wenig genutzt, weil kleine Gemeinden mit den Einkünften aus ihrem Wald, das ist ja der übliche Körperschaftswald ist ja üblicherweise Gemeindewald, ne? Da können die durchaus was anfangen. Deswegen nutzen sie den schon ganz gerne. Staatswald ebenfalls, weil da auch vor allen Dingen eben die aktuelle Forstwissenschaft und exakte Zahlen zu wie viel kann man denn nutzen, vorliegen und die Förster dann auch angehalten sind, das so umzusetzen. Untergenutzt wird im Übrigen auch, beziehungsweise sehr stark genutzt, wird der Staatswaldbund. Das sind weitestgehend Truppenübungsplätze, muss man dazu sagen. Da muss ein Stück weit aufgeräumt werden, damit die Panzer da durchpassen. Das ist also alles so ein bisschen besonders. Teilweise werden sie auch absichtlich stark durchforstet, weil es Flächen sind, die Offenland Flächen beinhalten, also Heideflächen beispielsweise, Moore sehr oft, die dann halt eben wenig Holz draufstehen haben. Also das ist also auch nicht Raubbau oder so. Und gerade eben der Kleinstprivatwald, ich sehe hier gerade, der Privatwald ist ja nochmal unterteilt in drei Kategorien, da wird halt sehr vorsichtig Holz gemacht. Leute, die viel Privatwald haben, sind dann sehr vergleichbar mit dem Kommunal- oder mit dem Staatswald, wo dann auch gelernte Forstwirtschaftler beziehungsweise Förster wirklich mit voller Försterausbildung und so weiter und so fort beschäftigt werden. Das heißt, die durchforsten hier ähnlich, wie sie es sonst auch überall tun würden und halten sich an ähnliche Prinzipien wie im Staatswald, die auch im Großprivatwald sehr häufig ähnlich angewendet werden, weil die Leute halt aus dieselbe Ausbildung genossen haben, dieselbe gute Ausbildung, möchte ich sagen. Holzvorrat in den Jahren, ja, und das ist jetzt halt das traurige Ding. Ja, dieser Balken reißt halt raus. Der ist halt entscheidend. Alles andere hat quasi zugenommen. Nur Esche, ja, mit Eschentriebsterben und Fichte halt massivste Verluste. Das sieht schon wirklich krass aus, diese Grafik. Ne? Und das führt leider dazu, dass wir 2012 so viel Vorrat, 2017 bisschen mehr Vorrat, 2022 wieder runter aufs Niveau von 2012. Das ist insgesamt auf dieser Höhe hier kein riesengroßes Problem, aber eigentlich hätte ja nochmal im Vergleich zu 2012 der gleiche Level wie vor 2017 hier nochmal obendrauf sein müssen bei gleichmäßigem Wachstum. Und von diesem gleichmäßigen Wachstum ist man, ich habe es eingangs ja schon erwähnt, ausgegangen, als man gesagt hat, für unsere Klimaschutzziele nimmt der Wald so und so viel CO2 auf. Und das ist eingeplant bei Deutschlands Plan, bis dann und dann klimaneutral zu sein, ne? Und beziehungsweise CO2-neutral. Und das ist halt nicht. Hat halt nicht funktioniert. Ist mehr oder weniger stagnierende Waldfläche und damit stagnierender Holzvorrat und damit stagnierende Kohlenstoffspeicherung. Tendenziell eher eine eher Quelle als Senke, weil ja die Kohlenstoffverluste aus dem Boden, der sich nach diesem Balken hier ergeben hat, eben durchaus auch noch negativ zu verzeichnen sind. Das ist ja nur Holzvorrat, das ist ja nicht Gesamtkohlenstoff. So, Eiche Buche hat tatsächlich sogar zugenommen und zwar ordentlich. Ja, das ist dann wiederum beruhigend, weil die Buche ja durchaus auch ihre Schwierigkeiten hat, die Eiche auch ihre Schwierigkeiten hat. Trotzdem haben beide Holzvorräte durchaus zugenommen. Ja, toi toi toi. Ach ja, ja, gibt einem zu denken. Es gibt einem wirklich, wirklich zu denken. Also wer heute noch glaubt, noch mit der Fichte irgendwas anfangen zu können, den kann man nicht so richtig weiterhelfen. Ne? Douglasie natürlich auch deutlich zugenommen, Kiefer deutlich zugenommen. Tja. Vorratsanstieg vor allem bei dicken Bäumen. Ja. Der Holzvorrat dicker Bäume hat weiter zugenommen. Dieser Trend setzt sich seit der Bundeswaldinventur 2002 fort. Damit verschiebt sich der Holzvorrat weiter in die Stärkeklassen großer 40 cm Brusthöhendurchmesser, größer 40 cm Brusthöhendurchmesser. Das ist auch aus wirtschaftlichen Gründen sehr interessant, weil wir versuchen wollen, weniger Brennholz gezielt anzubauen, sondern eben Wertholz, Nutzhölzer. Die Forstwirtschaft geht nicht mehr so sehr in Richtung Massenproduktion, wie sie das früher manchmal getan hat.
Und der Wille des Käufers von Holz ist tendenziell auch wirklich eher, dass er einen dicken Stamm haben möchte. Und das ist wirtschaftliche Entscheidungen, politische Entscheidungen, die sich hier eben damit automatisch auch positiv auf die Gesamtalterserscheinung des Waldes auswirken, weil dicke Bäume länger stehen zu lassen, führt dazu, dass die halt auch alt werden, ne? Dieser Trend gilt für Laub- und Nadelbaumarten. Bei den schwächeren Stärkeklassen hat der Holzvorrat abgenommen. Dieser Trend zeigt sich auch vor allem bei Nadelbäumen, während die Laubbäume der Vorrat bis 20 cm Brusthöhendurchmesser leicht zugenommen hat, weil insgesamt aber auch der Vorrat an Laubbäumen zugenommen hat. Und wenn Laubbäume neue dazugekommen sind, dann sind die logischerweise nach Adam Riese jetzt ja erstmal dünn. Ja? Es ist also alles keine große Überraschung. Die Folgen der Entwicklung der Altersklasse ist eine überproportionale Zunahme von Starkholz, das heißt Holz mit einem Brusthöhendurchmesser über 50 cm. Mittlerweile befinden sich 28% des gesamten Holzvorrats in Bäumen mit einem Brusthöhendurchmesser von mehr als 50 cm. Das ist auch sehr, sehr schön, dass da wirklich viel mehr Dickes passiert. Das Schöne übrigens auch bei so dicken Bäumen, wenn wir mehr dicke Bäume haben und es stirbt mal ein alter Baum ab und ist dabei dicker, dann entsteht dabei auch wertvolleres Totholz, weil in einen dicken Baum passt eine größere Baumhöhle rein, passen insgesamt erheblich mehr Untermiete rein, wenn das Holz dann langsam verrottet. Und das ist also für die Artenvielfalt sicherlich auch eine sehr, sehr positive Entwicklung. Dies ist eine Herausforderung sowohl wegen altersbedingt steigender biotischer und abiotischer Risiken für die Vitalität der Wälder, als auch wegen der Vermarktung und Verarbeitung, insbesondere bei Nadelholz. Tja, denn kommen wir erstmal zu letzterem. Nadelholz ist häufig Vermarktung und Verarbeitung darauf ausgelegt worden, schnell durch ein Sägegatter durchgesaust, geschoben, geschossen zu werden und in kürzester Zeit dann halt eben einen Haufen Bretter zu produzieren. Wenn jetzt die Bäume dicker werden, dann geht das langsamer. Da muss man einfach ein bisschen schauen, dass man weniger Massenmahre für den Massenmarkt produziert und auch aus dem einzelnen individuellen Stamm mehr was Individuelles, Hochwertigeres sozusagen macht. Und das war bisher am Markt halt eben ein bisschen anders vorgesehen. Und diese Umstellung, das führt dazu, dass manche Sägewerke ihre Technik ändern müssen, dass sie andere Sägen zum Teil brauchen, Profilzerspaner beispielsweise brauchen, und Verarbeitung, andere Verarbeitung, insbesondere beim Nadelholz, wenn die Fichte, die ja leicht zu verarbeiten ist, wegfällt und dann zum Beispiel Douglasie nachkommt, dann stellt das Probleme dar. Douglasie ist nämlich deutlich härter und die gleiche Säge schafft eine Douglasie entweder sehr viel langsamer zu sägen und zweitens, wenn sie sägen kann, dann unter deutlich größerem Verlust an Sägeblattschärfe. Das heißt, das Sägeblatt muss deutlich häufiger gewechselt werden. Vielleicht braucht man auch andere Sägeblätter. Das bleibt also interessant, sage ich jetzt mal. So, und die Herausforderung wegen altersbedingt steigender biotischer und abiotischer Risiken. Es ist halt nicht nur gut, wenn die Bäume insgesamt dicker werden und älter werden, weil wenn sie älter werden, dann nähern sie sich auch ihrem Endesalter sozusagen, ne? Also einfach ein alter Baum, wie auch ein altes Tier, wie auch ein alter Mensch, wenn wir uns nicht als Tier sehen wollen, ist es trotzdem so, ist halt weniger resistent gegen Krankheiten, gegen Risiken im Sinne von der alte Mann wird schneller vom Wind umgeweht als der junge Mann. Und im Fall des Baumes ist das noch intensiver, weil der alte Baum höher ist als der junge Baum und damit noch einen längeren Hebel hat. Und ja, das wird spannend, ja. Die Sägeindustrie ist mit moderner Säge- und Profilzerspanertechnik, habe ich doch gerade gesagt, heieiei, erst lesen, dann sprechen, überwiegend auf die Verarbeitung von schwachen und mittelstarken Nadelholz ausgerichtet. Dies sind Dimensionen zwischen 20 und 40 cm Durchmesser. Das ist insbesondere dann für Spanplatten und so ein Zeug durchaus interessant, ne? Sie kann aus diesen Stämmen qualitativ hochwertige Vollholzprodukte in klein und Holzwerkstoffe, das wären Spanplatten, beinahe beliebiger Dimensionen erzeugen. Für die Forst- und Holzwirtschaft stellen dicke Nadelbäume dagegen eine zunehmende Herausforderung dar. Die Verarbeitungskapazität für Starkholz sind zurückgegangen. Früher hat man ja gerne noch starke Bäume eingeschnitten mit den guten alten Bandsägen, die im Grunde beliebiges Holz durchsägen konnten, halt nur sehr, sehr, sehr langsam, so Scheibchen für Scheibchen sozusagen. Und man ist dann immer mehr eben auf schnelle Massenabfertigung gegangen. Also quasi das, was ich gerade erzählt habe. Ja.
Auch das habe ich gerade schon erzählt. Ach Mann, erst lesen, dann erzählen. So, Holzzuwachs rückläufig. Und das ist sicherlich die schlechteste Nachricht, die wir aus dem gesamten Text hier bisher entnehmen dürfen. Der Holzzuwachs im deutschen Wald beträgt rund 9,4 Kubikmeter je Hektar und Jahr. Von dem weit verbreiteten Baumarten wächst die Fichte mit 13,3 Kubikmeter je Hektar und Jahr am schnellsten. Also mal abgesehen von Douglasie, aber die ist noch nicht weit genug verbreitet. Buche und Kiefer folgen mit 8,1 Meter je Hektar. Am stärksten wachsen jedoch die Douglasie, ja, sage ich ja, 15,4 je Hektar und Jahr und die Tanne mit 14,7. Ach, doch so viel. Ach, das ist krass, das ist neu. Dass die Tanne so abgeht, das ist neu. Oh, das ist aber schön. No, das ist dann ja doch nochmal eine gute Nachricht. Zusammen machen sie aber nur 4,3% der Waldfläche aus, also Douglasie und Tanne. Zur Baumartengruppe der Tanne gehört auch die Küstentanne. Sie hat oft einen höheren Zuwachs als die Douglasie, allerdings einen kleineren Flächenanteil. Küstentanne ist noch sehr, sehr, sehr offen, ob die jetzt nun toll ist oder ob die Schwierigkeiten hat. Es gibt beides. Es gibt Beispiele, da wächst sie gar nicht. Es gibt Beispiele, da wächst sie sensationell. Schwierig. Ja? Das Wachstum eines Baumes hängt von der Baumart und von der Baumart und den Standortbedingungen ab. Es hat je nach Baumart einen typischen Altersverlauf. Daher bestimmt die Altersstruktur und die Baumartenzusammensetzung des Waldes den durchschnittlichen Holzzuwachs. So weist die Fichte im Privatwald aufgrund der hohen Stammzahl und der günstigen Standorte einen hohen Zuwachs auf. Günstigeren Standorte einen hohen Zuwachs auf. Tatsächlich ist es so, dass Privatwälder meistens auf eher guten Böden sind, weil sie nah am Dorf sind oder nah an der landwirtschaftlichen Nutzfläche sind und noch nicht so weit draußen im Juche, wo dann wirklich nur noch Wald gemacht wurde und wo der Wald niemanden interessiert hat, der jetzt heute staatlich ist, weil ihn damals niemand interessiert hat, beziehungsweise er damals schon irgendwelchen Großgrundherren und so weiter gehört hat. Im Vergleich zur Bundeswaldinventur von 2012 hat der Zuwachs um rund 16% abgenommen. So, und das würde ich jetzt hier noch fast rot markieren wollen. Kann ich eigentlich Dinge farblich markieren? Weiß ich gar nicht. Vergrößern, verkleinern, ist auch egal. Aber das ist dramatisch. Ja? Das ist dramatisch. Durch kalamitätsbedingter Ausfall der Fichte als zuwachsstarker Baumart, dort insbesondere dem Ausfall der zuwachsstarken mittleren Jahrgänge. Die sind halt einfach weg. Und wenn sie weg sind, können sie sich natürlich nicht am gesamtdurchschnittlichen Zuwachs beteiligen. Dem Alterstrend des Waldes, Alterungstrend des Waldes, wir haben mehr alten Wald, wir haben mehr alte Bäume und alte Bäume wachsen halt tendenziell ein bisschen weniger schnell, ne? Und der Trockenheit der letzten Jahre, denn in den Trockenjahren selber ist wenig Zuwachs passiert. So, da jetzt der Zuwachs aber quasi gleich zu setzen ist mit der Rate der CO2-Speicherung. CO2 wird in dem Maß gespeichert, wie Holz gebildet wird, plus eben zusätzlich noch Zeug, was im Boden eingelagert wird und so weiter. Ne? Bedeutet das eben, dass wir die Rechnung, ich habe es ja schon mal gesagt, die Rechnung zum CO2-Kompensation durch vorhandenen deutschen Wald nochmal neu rechnen müssen. Und das wird uns nicht gefallen, was dabei rauskommt. Allerdings muss man halt wirklich sagen, die Bäume, die hier mit großem Zuwachs und so weiter und so fort beteiligt sind, das muss nicht zwingend heißen, dass die jetzt insgesamt als einzelne Baumgruppe schlechter wachsen, sondern der Durchschnittswert ist runtergegangen wegen eben diesen drei Werten hier. Würden wir also den Wald tendenziell verjüngen, was wir hoffentlich nicht tun, weil dann haben wir weniger alte Bäume, aber tendenziell je mehr jüngere bzw. mittelalte Bäume im Wald rumstehen, desto schneller ist der Gesamtzuwachs, desto schneller ist die CO2-Speicherung. Ja, es ist ein Pest oder Cholera, ist ganz schwierig. Aber ja, das wäre eine Möglichkeit, eine mögliche politische Konsequenz des Rückgangs der Zuwachsgeschwindigkeit bzw. des Zuwachses, könnte sein, alte Bäume, bis auf die ganz, ganz alten, doch eher wieder vermehrt zu nutzen, um mehr junge, schnell wachsende Bäume in den Wald zu bekommen. Ne? Zuwachs des Vorrates nach Baumartengruppen. Alle Baumarten insgesamt 9,3, alle Nadelbäume tendenziell etwas schneller als die Laubbäume, ne? 7,41, Nadelbäume 10,78, Lärche im guten Mittelfeld über alle Baumarten,
relativ weit oben im Vergleich zu einem Laubbaum, aber für einen Nadelbaum halt dann doch eher sehr langsam und das ist leider auch die Kiefer. Die Kiefer ist ein sehr verlässliches Gehölz. Man kann sich darauf verlassen, dass man die Kiefer irgendwann ernten kann und dann wird man irgendwie schon ein Hölzle bekommen und das eben sehr zuverlässig. Und dafür kriegt man zuverlässig immer dasselbe Geld. Der Kiefernholzpreis schwankt auch nicht sehr stark, also schwankt schon, aber nicht sehr stark. Ja, also ist halt so das verlässliche Produkt für Traditionalisten, wenn man so möchte. Ja? Und das wird in Zukunft durchaus immer noch wichtig sein. Douglasie, wenn sie wächst, ist es super. Ja, sollen wir jetzt überall Douglasie pflanzen? Nö, weil wenn sie nicht wächst, ist sie halt nicht super. Die kann auch nochmal deutlich höhere Werte als das hier erreichen. Das gilt übrigens hier für jede Baumart. Unter Optimalbedingungen ist der Wert höher, unter miesen Bedingungen ist der Wert nochmal niedriger. Das sind ja nur vorsichtig angenommene bzw. gemessene, in dem Fall sogar Durchschnittswerte. Tanne hatte ich wirklich nicht mitbekommen, dass inzwischen der Zuwachs der Tanne so hoch geworden ist. Das habe ich wirklich nicht mitgekriegt. Finde ich sensationell. Ja. Fichte ist immer noch relativ gut, wäre auch besser, wenn sie nicht überall weggestorben wäre. Das heißt, die besonders schnell wachsenden Fichten fehlen in der Gesamtzusammensetzung dieses Balkens. Das wäre also eigentlich eher, vermutlich auch eher so hier so vermuten, wenn das nicht eben gewesen wäre, wie es gewesen ist. So, und bei den Laubbäumen ist die Erle durchaus sehr schnell wachsend, ist die Buche erstaunlicherweise jetzt relativ weit vorne dabei. Ahorn ein bisschen weniger schnell als Buche, kommt dafür aber sehr gut überall durch. Erle wird uns in Zukunft sicherlich auch ein bisschen begleiten müssen. Ne? Und ja, die Eiche auf jeden Fall auch, allein schon wegen ihrer hervorragenden Holzeigenschaften. Zuwachs des Vorrates nach Alter und Baumartengruppe. Ja, wisst ihr was? Da machen wir ein kleines Päuschen und ich lese mir das in Ruhe mal durch. Das ist übrigens mein Schnittprogramm. So, also, was sehen wir jetzt hier? Wir haben hier jetzt Zuwachs des Vorrates nach Alter und Baumartengruppe. Über alles hinweg ist das quasi so eine Verteilung. Das ist durchaus üblich. Das wird meistens in den meisten forstlichen Grafiken so dargestellt, dass das so eine Kurve ist. Aber das kannst du natürlich genauso gut auch als Balkendiagramme machen. Und da sehen wir jetzt quasi, dass der durchschnittliche Baum, also alle Baumarten und Baumartengruppen zusammen, bilden so quasi diesen grauen Balken. Und der ist bei 21 bis 40 Jahren hat der Baum haben fast alle relevanten Waldbäume ihr Zuwachsmaximum. Ja, das nimmt dann ab und ab und ab und ab und erreicht hier einen relativ geringen Wert von 5 Kubikmeter pro Hektar und Jahr im Schnitt bei Bäumen jenseits der 160. Das ist natürlich noch deutlich geringer, wenn wir uns zum Beispiel hier mal das da angucken. Was ist das? Birke, glaube ich. Ja, Birke. Birke hat einen okayen Zuwachs. Hier in der Jugend ist sie noch relativ weit oben. Ne? Also in der ganz, ganz Jugend. Dann relativ okay und dann fällt sie ja stark ab und blub. Normalerweise ist eine Birke zu diesem Zeitpunkt hier bereits tot. Sollte sie noch leben, wächst sie mit ab 160 scheinbar dann wieder besser. Aber das dürften wirklich ganz verschwindend überhaupt noch Birken geben, die so alt überhaupt noch sind. Naja, wie auch immer. Jedenfalls hier das absolute Maximum. Das dürfte wahrscheinlich die Douglasie sein. Gucken wir mal nach. Es ist aber tatsächlich die Tanne. Ja, erstaunlicherweise ist es jetzt die Tanne, die letzten Jahre, wenn ich das richtig identifiziere, die hier die größten extremen Zuwachswerte verzeichnet. Ah, da werden sie die Küstentanne noch dazu gezählt haben, vielleicht. Das könnte sein. Das könnte sein. Das müsste ich jetzt auch nochmal rausfinden. Wie auch immer, jedenfalls interessant ist jetzt einfach die Überlegung, das habe ich ja eben schon erwähnt. Macht euch klar, wenn wir jetzt wollen, dass der Wald möglichst schnell wächst und dementsprechend möglichst schnell CO2 aus der Atmosphäre zieht, wenn es uns jetzt rein um Klimaschutz geht und es ist uns jetzt egal, ob es ein artenreicher Wald und biodiverser Wald und so weiter und so fort Wald ist. Ja? Dann wäre es sinnvoll, einen Baum über 160, einen Durchschnittsbaum über 160 zu fällen. Dann müsste man 40 Jahre warten und wir haben wieder das Maximum an Zuwachs auf der entsprechenden Fläche, wo die eben 160-Jährigen standen. Und das Maximum an Zuwachs ist mehr als das Doppelte von dem, was die 160-Jährigen noch schaffen, Gesamtzuwachs. So, ja. Das heißt,
Im Forst ist es schon seit Jahrhunderten eben üblich, einen Baum mit ungefähr so in diesem Altersbereich plus minus umzuschneiden, weil dann innerhalb von kürzester Zeit wieder welche da sind, die viel, viel, viel schneller wachsen. Das heißt, den Baum hier zu nutzen oder da oder gar da ist langfristig für die Zuwachsgeschichte durchaus positiv. Also hier ist normalerweise zu früh, hier wäre so der Optimalbereich oder bei manchen Baumarten auch hier. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, welche Kurven man sich im Einzelnen anguckt. Ja, also das ist so einfach die traditionelle Vorgehensweise rein aus wirtschaftlicher Sicht und das ist eben neu, gleichzeitig eben auch aus CO2-Speicherungssicht. Wobei man natürlich diskutieren muss, inwiefern solche alten Bäume möglicherweise mehr CO2 speichern, weil sie durch ihre enorme Menge an Laub und auch langsam absterbender Feinwurzelmasse dem im Boden auch noch sehr viel Kohlenstoff anreichern. Also zusätzliches Wachstum, was hier halt eben nicht im Stamm landet, sondern eben im Wurzelbereich bzw. im Boden selber. Und das ist da dann Zündstoff, dass man sich eben wunderbar streitet, was wächst denn jetzt nun besser bzw. was speichert denn mehr Kohlenstoff, die ganz alten Bäume oder die jungen Hüpfer, die noch sehr, sehr viel Stamm und sehr viel Holz ausbilden. Dabei darf man nicht vergessen, ein alter Baum macht viel mehr Blätter. Das heißt, im ersten Moment zieht er einen ganzen Haufen Kohlenstoff aus der Atmosphäre, viel mehr, als das ein junger Baum tut. Aber davon speichert er eben nur noch einen geringeren Anteil im Stamm und einen deutlich größeren Anteil in Form von Blättern eben. Ja? Und die Blätter, die zersetzen sich ja relativ schnell wieder. Das heißt, der Kohlenstoff, der ist dann recht schnell wieder zurück in der Atmosphäre. Aber das ist wirklich so ein richtig schöner Streitpunkt, wo man sich ganz trefflich drüber kloppen kann. Die einen Wissenschaftler sagen so, die anderen Wissenschaftler sagen so. Die Mehrheit sagt schon, hier abschneiden ist am besten, also auch zur Kohlenstoffspeicherung, also so ein grobe, kleines bisschen eine Mehrheit. Von den Argumenten her ist es aber sehr schwierig. Ja. Und es kommt dann auch wieder, auch letzten Endes kommt es auf den Einzelfall darauf an, welche Baumart betrachten wir. Bei der Douglasie ist es definitiv sinnvoll, die früh abzuschneiden und nochmal neu zu pflanzen, auf jeden Fall. Ne? Also hier diese Kurve. Wobei sie hier nochmal so ein interessantes Peak macht. Ganz interessant, ja. Bei der Tanne wäre es theoretisch auch so. Bei der Fichte ist es auch immer so gewesen. Das ist hier dieser hellgrüne, das ist das da. Also auch klar ein deutlicher Abfall dann da später. Ja, aber bei Bäumen, die wirklich alt, richtig toll für die Artenvielfalt sind und den Gesamtwald gut tun, indem sie mit ihrer großen Krone sehr viel Schatten produzieren und die Temperatur des Waldbodens beispielsweise gering halten, was ist da jetzt wichtiger? Ne? Das, tja. Nutzung nach Eigentumsklassen im Privatwald. Ich glaube, das können wir uns sparen. Bilanz von Zuwachs und Nutzung. Oh, das habe ich schon mal gesehen, so eine Grafik. Ja, die sind etwas kompliziert. Ja, diese Grafik hier, die würde ich jetzt einfach mal ein kleines bisschen überspringen wollen, weil die ist sehr kompliziert. Und im Wesentlichen kommt hier am Ende als Vorrat 3 Billionen 636 Millionen Kubikmeter Holz raus. Und wir hatten vorher einen Vorrat von 3 Billionen 636 Millionen Kubikmeter Holz. Also quasi bis auf die Nachkommastelle. Ungefähr dasselbe. Da ist also schon einiges umgesetzt worden, aber letzten Endes ist der Vorrat mehr oder weniger konstant geblieben. Und das ist eben nicht unbedingt so doll. Aber da hat man schon drüber geredet. Sonderfälle Fichte und Esche, Holznutzung weitgehend möglich. Aha, das ist vielleicht noch ganz interessant. Derzeit ist die Holznutzung auf 87% der Waldfläche grundsätzlich uneingeschränkt möglich, juristisch. Ne? Also da gibt es keinen Schutzfaktor, der das verhindern würde. Allerdings wird nicht überall Holz genutzt. Auf 7% des Holzbodens ist die Nutzung nur teilweise zu erwarten. Wahrscheinlich kommt man an den Rest nicht dran, vernünftig. Auf 6% des Holzbodens, ca. 690.000 Hektar, ist die Holznutzung aus verschiedenen Gründen nicht erlaubt oder nicht zu erwarten. Im
Staatswald des Bundes und der Länder ist auf 11% der Fläche keine Holznutzung zu erwarten, während es im Körperschaftswald und im Privatwald lediglich nur knapp 4% betrifft. Im Vergleich zur letzten Inventur hat die Fläche mit Einschränkungen weiter zugenommen. 2012 waren auf 91% Waldfläche die Holznutzung grundsätzlich uneingeschränkt möglich, auf 4% der Fläche nicht erlaubt oder nicht zu erwarten. Das heißt, 87% zu 91%. Wir haben also plus 4% Waldfläche, die voraussichtlich nicht genutzt wird. Das entspricht noch nicht ganz dem, was Deutschland eigentlich liefern muss. Es gibt eine EU-Vereinbarung, die besagt, dass wir 10% der Waldfläche vollständig schützen müssen. Und das sind ja immer noch momentan, das ist ja noch nicht der Fall. Wobei, wenn die Holznutzung nur noch auf 87% der Fläche möglich ist, dann ist sie ja auf 13% der Fläche ja nicht mehr. Also das könnte man vielleicht eventuell juristisch so interpretieren, dass wir damit unser Schutzziel von 10% erreicht haben. Wahrscheinlich würde die EU dann auch gerne wollen, dass wir auf 10% dieser 13% der Waldfläche, die nicht genutzt werden, oder nicht so richtig genutzt werden, dass wir die dann noch mit irgendeinem besonderen Schutzstatus ausstatten. Und dann wäre das für das 10%-Ziel aus EU-Sicht wahrscheinlich einigermaßen erreicht, ne? Das ist interessant. Ja, das ist interessant. Das ist also eine positive Entwicklung, die ich so noch gar nicht gesehen habe. Wer mag, darf sich da selbstverständlich dann noch im Original die Gründe bzw. weiteren Text dazu durchlesen. Ursache der Nutzungseinschränkung, ja, Naturschutz auf so und so viel Hektar, Schutzwald, Schutzwald muss nicht zwingend Naturschutz sein. Das kann zum Beispiel Lawinenschutzwald sein, Wasserschutzwald, Erholungswald, offensichtlich nur ganz selten mal der Fall. Das Ding bei Essen, ne? Das ist zum Beispiel sowas. Sonstige außerbetriebliche Ursachen, außerbetriebliche Ursachen, flupp. Was sind jetzt sonstige und nur solche? Ne? Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Innerbetriebliche Ursachen, aha. Ja, okay. Klimaschützer Wald wird zur Quelle. Ja, wie schon gesagt, der Wald hat eine herausragende Bedeutung für den Klimaschutz. Der Wald speichert große Mengen an Kohlenstoff, erzielt der Atmosphäre laufend Kohlenstoff durch Photosynthese und gibt Kohlenstoff ab. Das wissen wir schon, da haben wir schon drüber geredet. Aber ich finde es schön, dass sie es hier nochmal deutlich hinschreiben und man das hier nochmal deutlich durchlesen kann. Und aha, also sie haben doch auch die Streuauflage und Humus- und Mineralboden mitgemessen. Na, seht ihr, da habe ich Quatsch erzählt. Ich bin so begeistert gewesen, dass der Bericht jetzt endlich draußen ist, dass ich ihn noch gar nicht ganz durchgelesen hatte, bevor ich hier jetzt meinen Senf dazugegeben habe, beziehungsweise meinen Senf dazugebe. Aber das ist interessant, ne? Damit ist der Kohlenstoffvorrat offensichtlich auf demselben Level wie 2017. Seit 2017 stagniert das Ganze also. Sprich, es wächst Neues, wird neuer Kohlenstoff gespeichert, aber es ist halt auch im gleichen Maße wieder emittiert worden. Und ne, ist sogar ein bisschen geringer. Ja, insgesamt ein ganz kleines bisschen geringer, das stimmt. Also er ist von der Senke zur Quelle geworden, wenn auch nur minimalst. Aber er ist es. Insbesondere hier 46 hat zugenommen. Das ist Totholz, klar. Ja, Totholz haben wir jetzt mehr. 46 im Vergleich zu 34. Wir haben zwei weniger was ist denn? Holzprodukte, genau, ein bisschen weniger Holzprodukte, stimmt. Wir haben weniger nutzen können, vernünftig nutzen können. Und vor allen Dingen haben wir oberirdische Biomasse verloren. Das hat tendenziell abgenommen. Das sind die vielen, vielen toten Fichten vor allen Dingen. Also im Vergleich zu 2012 haben wir zwar mehr, aber weniger als 2017. Ja, ist interessant. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Interessant ist aber auch vor allen Dingen hier sehr, man könnte ja vermuten, wir hätten Streuauflage und Mineralboden in diesem Bereich jede Menge Kohlenstoff verloren. Das haben wir auch auf den Fichten-Kahlflächen mit Sicherheit. Das heißt, auf den anderen Flächen muss das deutlich zugenommen haben. Und das wiederum ist interessant. Das ergibt aber auch Sinn, weil die Bäume, die gemerkt haben, oh Scheiße, es wird trocken, wahrscheinlich sehr viel Energie und ja, Zucker investiert haben, um ihre Wurzel auszubauen. Und wenn sie die Wurzel ausbauen, dann gibt es hier logischerweise mehr unterirdische Biomasse.
Nein, ist nicht der Fall. Ist also wohl doch durch das ganze Gesterbe weniger geworden. Dann ist es also besonders interessant, dass Streuauflage und Mineralboden mehr oder weniger konstant geblieben ist. Ha, spannend. Also damit kann man sich dann noch mal ein bisschen intensiver beschäftigen. Da wird es auch Folgestudien geben. Ja, ich kann das nicht oft genug betonen. Die Bundeswaldinventur ist Basis für ganz viel Folgewissenschaft, die darauf aufbauend dann bestimmte Sachen untersucht und anders untersucht zum Beispiel und dann mal schaut, ob die Werte, die Sie rauskriegen, was anderes sind als die Werte, was die Bundeswaldinventur rausbekommen hat. Ja, das... Gut, Vermessung des Waldes. Ja, da geht es jetzt vielleicht nochmal darum, wie das gemacht worden ist. Hier sehen wir mal dieses Stichprobennetz. Ja, und das ist je nach Bundesland Basisnetz 4x4 Kilometer. Also das wäre jetzt eben dann halt der Fall in großen Teilen Bayerns, in Hessen, ja, in Teilen Niedersachsens offensichtlich, nicht überall in Niedersachsen. Dann gibt es eben die doppelte Dichte mit 2,83 Kilometer mal 2,83 Kilometer. Das ist dann nötig, wenn die Wälder insgesamt weiter auseinander liegen, kleinere Wälder sind oder wenn man einfach genauere Daten haben möchte, weil die Wälder besonders vielfältig sind. Und dann gibt es noch die vierfache Dichte in Bundesländern, die sich das leisten wollen, sozusagen. Dass man da einfach sagt, oh, komm, bei uns könnt ihr auch gleich vierfache Dichte messen. Und entsprechend gut oder schlecht sind die Daten auf der jeweiligen Bundeslandebene. Je dichter gemessen, desto besser sind die Daten. Heißt, wenn bei Baden-Württemberg rauskommt, Baden-Württemberg hat die und die Zahl, dann ist das wahrscheinlich richtiger, als wenn die und die Zahl in Bayern oder Hessen rauskommt. Ja? Das ist aber irgendwas, was wirklich auf Bundeslandebene individuell geregelt werden kann, wie groß die Dichte da jeweils sein soll. Das hat sich im Laufe der Jahre auch teilweise verändert, dass mit unterschiedlicher Dichte gemessen worden ist. Das sind so ein paar kleine Verfahrensfeinheiten, die insgesamt jetzt nicht ganz so optimal sind. Wäre natürlich schön, wenn man überall mit vierfacher Dichte arbeiten würde, aber ja, dazu kommt es halt eben nun mal nicht. Was dann in den jeweiligen, an den jeweiligen Stichprobepunkten ermittelt wird, ist unter anderem die Winkelzähnprobe mit dem Spiegelreloskop nach Bitterlich. Wenn man sich nicht merkt, dass der Typ Bitterlich heißt, dann weint der Prüfer bitterlich in der entsprechenden Forstprüfung. Ja, ich glaube, das ist für unsere Zwecke jetzt nicht gerade unbedingt erforderlich. Ich kann da gerne mal ein bisschen was zur Stichprobeninventur mal noch mal ein paar mehr Basics erzählen. Und dann gibt es noch einen europäischen Kontext, einen Anhang mit, oh, das ist ja durchaus, aha. Und dann kommt da am Schluss eben hier noch mal wichtig die Herausgebergeschichte bzw. Auswertung und Text. Thünen-Institut für Waldökosysteme, also Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Thünen-Institut für Waldökosysteme und dann im Folgenden diese Personen hier. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Bin gespannt auf die Vollversion und Wahlwerbung habe ich nicht gemacht, verkauft habe ich sie auch nicht. Bin auch keine politische Partei oder Gruppe, also war das ja alles in Ordnung. Und da ich jetzt am Wochenende die ganze Zeit schon am Labern war und auch dieser Beitrag jetzt etwas länger geworden ist, stelle ich gerade fest, dass auch meine Stimme ihre Grenzen hat. Ich kann auch nicht ununterbrochen immer labern und würde daher jetzt dann in Kürze die Klappe halten und merke, ich brauche das jetzt wirklich mal, ein bisschen still zu sein. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich bin sehr gespannt, was wir noch alles aus diesen Daten herausziehen würden. Fazit: Ist es eine große Katastrophe? Müssen wir uns furchtbare Sorgen jetzt um den Wald machen? Beweist die Bundeswaldinventur, dass alles ganz, ganz schlimm ist und die Forstwirtschaft der letzten Jahre alles nur noch schlimmer gemacht hat? Es wird vermutlich Stimmen geben, die genau das behaupten. Wieso auch immer die das begründen wollen. Ja? Aber im Großen und Ganzen können wir feststellen, dass die Art und Weise, wie auf zumindest Staatswaldebene und Kommunalwaldebene mit dem Wald umgegangen wird, ihn insgesamt ein bisschen vielfältiger, älter, strukturreicher und einen Hauch naturnäher gemacht hat. Die großen Verluste an Fichte sorgen dafür, dass er halt eben jetzt nicht als CO2-Speicher zur Verfügung gestanden hat.
Wir müssen aber auch zugeben, beziehungsweise dürfen nicht vergessen, sollte die nächsten Jahre jetzt keine großen Kalamitäten passieren und dieses Fichtensterben jetzt erstmal aufgehalten sein, erstmal, dann wird er in den nächsten Jahren problemlos auch wieder Kohlenstoff einspeichern. Das ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt automatisch so weitergehen muss. Es gibt ja gute Gründe dafür, dass der Trend neutral geblieben ist. Also nichts dazugekommen, nichts verloren und so weiter. Und das heißt, das muss wirklich nicht zwingend so weitergehen. Bedeutet, wir können für die Zukunft schon so tun, als würde unser Wald weiter CO2 speichern und das auch irgendwie einkalkulieren, dass unser Wald weiter CO2 speichern wird. Wir müssen nur halt eben auch einkalkulieren, was wir dann machen, wenn er es halt nicht tut, weil eben klimabedingt wieder weitere Katastrophen wohl möglich vor der Haustür stehen und nur darauf warten, den Klingelknopf zu drücken. Und dann lässt man sie rein, wenn man blöd ist. Daher, warum gucke ich eigentlich mein Mikrofon an? Entschuldigung. Daher, ja, also sehr spannend, ja, sehr interessante Daten. Nochmal, ich möchte die große Tabelle haben. Und schauen wir mal. Also insgesamt muss ich sagen, gehe ich da mit einem positiven Gefühl aus der Sache raus. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. In vielen Belangen und zumindest das mit dem Totholz ist zum Beispiel eine sehr, sehr gute Nachricht. Ja. Und dann schauen wir einfach mal, was wir da draus ablesen und ableiten und erforschen können. Ich bedanke mich nochmals vielmals für die Aufmerksamkeit. Hoffe, es war ein bisschen was Interessantes für euch dabei. Und bis zum nächsten Mal, dann vermutlich mit irgendwas mit Seven vs. Wild. Da hätte ich noch das eine oder andere, was ich vielleicht doch nochmal dazu sagen muss. Macht's gut.